Ja, die Economy for Mankind, hier zu sehen in dem Logo, ja, berät als Reformer, externer, teilweise sogar interner Reformer, Parteimitglieder und Parteien, wie wir auch hier, die World Council of Wise People, Next Scientists for Future, der Arbeitskreis. Wir beraten also Parteien, zum Beispiel hat auch Economy for Mankind sogar Sendungen produziert für wir2020.de. Das ist eine von diesen mehreren neuen Parteien. Wir beraten zum Beispiel das Orga-Team der Frack-Partei und wir haben lange beraten und ausführlich beraten ein Orga-Team. Auch dies ein Landesverbands-Orga-Team, auch dieser Partei wir2020.de. Und wir bieten uns natürlich auch an für die Basis. Und die Basis, da war einer ihrer prominentesten Professoren, war in einer Talkshow mit Economy for Mankind und mit Next Scientists for Future. Und hat sich da also auch informiert oder wurde auch von Economy for Mankind über deren praktisch letztendlicher Vorschläge für ein Parteiprogramm, Wahlprogramm konfrontiert mit unseren Vorschlägen und so weiter. Und es wäre an sich, wollte auch ein Mitglied oder zwei weibliche Mitglieder von Wir 2020 EU wollten bei dieser Talkshow teilnehmen, die übrigens in den nächsten Tagen erscheinen wird und die wir dann auch wieder kommentieren und analysieren und sezieren werden. Und vielleicht stellen Sie aber als erstes mal hier unten rechts die Geschwindigkeit an dem rundlichen Ding etwas schneller, weil ich doch im großen Ganzen immer sehr langsam rede. Ja, vielleicht in diesem Falle 1,25 oder 1,5. So, und jetzt wollen wir das mal analysieren, denn offensichtlich trifft auch Economy for Mankind immer wieder auf durchaus gewisse Sympathien, also in diesen Parteien, wie wir ja auch. Aber was ist das Problem bei Economy for Mankind? Und weil ich oft so schnell ja und so viel gar nicht antworten kann, will ich mal alle Irrtümer von Economy for Mankind, ich werde rückwärts sozusagen alle Talkshows bearbeiten, wo Economy for Mankind und wir sozusagen Parteien informieren über ein effizientes Wahlprogramm. Erstmal ist der erste Punkt: Die Next Scientists for Future vom Weltrat sind die einzigen, die sich einer simulierten Bundestagswahl gestellt haben, also dem Härtetest gestellt haben und dort 56% erzielt haben, weil wir eben so eine vernünftige, bodenständige linke Politik vorschlagen, aus wissenschaftlicher Sicht sozusagen. Und Economy for Mankind würde zwar sehr weit von sich weisen, dass sie marxistisch wäre oder dass sie sozusagen auf DDR-ähnliche Zustände hinauslaufen würde, das würde sie weit von sich weisen. Aber ich will deutlich machen, man kann heute eben gerade Marxismus, da findet man viele Sympathien, besonders dann, wenn er nicht als Marxismus erkennbar ist und auch nicht als DDR erkennbar ist. Und das ist bei der Economy for Mankind der Fall. Und insofern möchte ich das auch ein bisschen enttarnen, dass es sich in Wirklichkeit um einen verkappten DDR-Marxismus handelt. Und das findet natürlich immer wieder gewisse Sympathien und deswegen hören wir jetzt dann gleich mal rein, nachdem wir uns das hier angeschaut haben. Also heute geht es ja darum hier, die wissenschaftliche Tagesschau heute. Und wie gesagt, News for the Clever, also für die Cleveren, News für die Cleveren zu die Basis wir 2020 zur Frack-Partei. Da war, wie gesagt, auch gestern in der gestrigen Talkshow, die dann kommt, war ja auch jemand vom Orga-Team der Frack-Partei dabei, der freie Argumentekultur dabei, die also noch stärker,
die Reformer hinzuziehen wollen, wobei die Partei wie 2020 EU Baden-Württemberg bei ihrem Landtagswahlprogramm sich auch auf sehr viele, auch externe Reformer gestützt hat, unter anderem auch die Gemeinwohlökonomie, um die es gleich auch gehen wird, in einer referatsmäßigen Kommentierung der Gemeinwohlökonomie. Und da ist eben der Punkt auch, dass wir ja sagen, dass bis jetzt die Parteien die schlechteren, man soll ja mit allen reden, ist ja alles richtig, aber dass sie bis jetzt die weniger Qualifizierten zu Rate gezogen haben beim Parteiprogramm, beim Wahlprogramm und nicht die Qualifizierteren. Und das will ich ja verdeutlichen, denn wenn sie weniger qualifizierte Experten zu Rate ziehen, dann kriegen sie auch weniger Wählerstimmen, denn die Wähler, mit denen kann man, die Wähler sind schon sehr kritisch, wo sie ihre Wahlstimme hingeben. Ne? Sie haben ja nur wenige Wahlstimmen, die Wähler, und da sind sie schon sehr vorsichtig. Ne? So, dann gucken wir es uns doch an. Deswegen also heute das Großthema Kritik an Economy for Mankind, die ja diese Parteien informiert und wie gesagt sogar für wir2020.de sogar Sendungen für die Partei produziert hat. Ja? Ja, dann legen wir mal los. Da müssen wir jetzt wieder hin. Dann können wir das ja schon wieder schließen. Ne? So, und jetzt hören wir mal rein, was Herr Gastmann so sagt. Noch im Detail nachlesen. Also die Idee ist ja, dass die Gemeinwohlökonomie Unternehmen entweder besteuert, also bestraft oder subventioniert, also wird sanktioniert, positiv oder negativ, auf Basis dieser Gemeinwohlbilanzen. Und diese Bilanzen, die bestehen fast ausschließlich aus nicht messbaren, nicht vergleichbaren und leicht manipulierbaren Selbsteinschätzungen. Das ist wie ein Abgastest bei Volkswagen. Sie geben also da einen Grenzwert vor und jetzt zertifiziere dich mal selbst. Und die externen Prüfer. Da ist jetzt wieder ein Problem. Das ist eben diese für mich mangelnde, dieser Wissensmangel. Also ich will ja nicht, also ich werfe der Economy for Mankind, hier vertreten durch Herrn Gastmann, ich werfe der keineswegs vor, irgendwelche bösen Absichten zu haben, sondern Wissensmangel ist das Gefährlichste, was es gibt in der Welt. Und das ist schon mal ein Wissensmangel wieder, dass er auch schon Christian Felber von der Gemeinwohlökonomie nicht richtig verstanden hat. Denn dieser schließt ja in keinster Weise aus, dass es am Ende staatliche Wirtschaftsprüfer für Gemeinwohlbilanzen geben könnte, also nicht mehr um Selbsteinschätzungen handeln würde, sondern dass schon da Wirtschaftsprüfer sozusagen solche Unternehmen prüfen würden. Aber das Problem ist, dass was richtig ist, dass aber auch diese Wirtschaftsprüfer sozusagen keine harten Daten zur Verfügung haben müssten, sondern ihre Punktwerte vergeben müssten nach Einschätzungen. Und das öffnet natürlich Willkür, Bestechungsmöglichkeiten, Rechtsstreitigkeiten. Oh, mein Wirtschafts-, unser Wirtschaftsprüfer und sozusagen hat uns zu wenig Punkte gegeben, der Konkurrenz zu viele und jetzt wollen sie Milliardenaufträge davon abhängig machen. Also das ist, was richtig ist, ist, dass die Gemeinwohlbilanz eben, während die Next Scientists for Future, ich bin ja hier rechts unten zu sehen, es eben ja auch eben deswegen ja auch ganz anders machen wollen, nämlich dass, übrigens nur am Rande erwähnt, diese zwei Vertreter gehören hier zum Beispiel zu einem Orga-Team von wir2020.de und die Moderation, ein neutraler Moderator ist hier zugange. Der Sender, die Welt klar sehen. Ja, und das Dilemma ist, dass wir sagen, mit unserer Wohlfühlstimme als Möglichkeit, als neue Wahlstimme, hätten wir harte Daten, das sind Zahlen. Da wird also nicht eingeschätzt und dann eine Zahl vergeben, sondern die Bürger vergeben eine Zahl und an der Zahl kann hinterher niemand mehr rumdrehen. Ja?
oder auch an den Gesundheitsaufwanddaten zum Beispiel. Das können zum Beispiel Gesundheitskostendaten sein. Also zum Beispiel, wie viel hat meine Krankenkasse für eine Operation ausgegeben oder so. Das sind auch wieder Zahlen, die stehen fest bis auf zwei Stellen hinterm Komma. Und daran kann niemand mehr was drehen, wenn die einmal da sind als Zahlen. Ja? Und genauso die Langlebigkeitsdaten, wann die Leute sterben zum Beispiel oder wann jemand stirbt, in welchem Alter jemand stirbt, das sind harte Daten. Ja? Kann man sogar auf den Tag genau ausrechnen. Ja? Und von daher genau trifft diese Kritik an der Gemeinwohlökonomie. Und die Gemeinwohlökonomie ist wichtig, weil sich zum Beispiel auch das Landtagswahlprogramm Wir 2020 EU auch auf die Gemeinwohlökonomie bezieht, ja, ein wenig. Insofern ist das durchaus sehr wichtig. Und wir empfehlen ja auch die Diskussion mit der Gemeinwohlökonomie. Wobei wir dann hoffen, dass wir überzeugen können, dass unser Ansatz, der Next Scientists for Future.de Ansatz, der gemeinwohlorientierten Wirtschafts- und Gesellschaftsformen wesentlich ausgereifter ist nach 52 Jahren Entwicklungszeit als die Gemeinwohlökonomie nach circa 30 Jahren Entwicklungszeit allerhöchstens, ne? Das ist also, ich sage ja immer, ist unsere jüngere Schwester. Dann hören wir aber mal weiter, was Herr Gastmann an der Gemeinwohlökonomie zu kritisieren hat. Die sollen dann 50 Euro dafür kriegen, dass sie zum Beispiel einen ganzen Konzern prüfen. Was kann man mit 50 Euro, mit der ungerechneten Arbeitszeit prüfen? Gar nichts. Dann ist es davon abhängig, dass die gesamte Welt mitmacht. Und was muss man da machen? Jedes Unternehmen auf der ganzen Welt, also wir sprechen von zig Millionen Unternehmen, das muss sämtliche betriebliche Daten, alle Verträge, alle Kalkulationen, alle Preise, alle Einkaufspreise, alle Lieferanten, alle Gehälter, alle Geschäftsgeheimnisse, das ganz genau alles offenlegen. Und die Gewinne werden begrenzt. So, und da endet es im Grunde genommen. Also damit können Sie keinen Unternehmer auf der Welt motivieren, mitzumachen. Dann Jetzt sagt Herr Gastmann als Kritik an der Gemeinwohlökonomie, die Gewinne werden begrenzt. Dadurch können Sie keinen Unternehmer gewinnen, da mitzumachen. Und jetzt kommt eben dieser blinde Fleck. Er erkennt nicht, dass mit dem Modell von Economy for Mankind die Gewinne teilweise noch wesentlich stärker begrenzt werden als mit der Gemeinwohlökonomie. Und dass deswegen wir ja befürchten, zusammen mit Professor Hans-Werner Sinn, dem berühmtesten Volkswirt, dass die Unternehmen abwandern werden und Deutschland verlassen werden und eine Wüste und Deutschland zurückbleibt. Wenn Sie sich vorstellen, dass die Hochlohnfirmen wie Mercedes, BMW, Volkswagen Deutschland verlassen haben, dann müssen sie sich einen neuen Job suchen in Deutschland und dann kriegen sie statt 20 Euro die Stunde, kriegen sie dann 2 Euro die Stunde. Deutschland wird also zu einem Niedriglohnland, weil alle Unternehmen, die was einbringen, dann nicht mehr da sind in Deutschland, ne? Aber genau das, was Herr Gastmann hier zu Recht bei der Gemeinwohlökonomie übersieht er bei seinem eigenen Modell, das für die Gewinne der Unternehmen noch eine viel größere Gefahr darstellt als oder eine mindestens genauso große Gefahr darstellt wie. Wobei, wenn ich an die gestrige Talkshow denke, Herr Gastmann hat gesagt, Vermögen werden ab 30 Millionen Euro enteignet. Ich glaube, Christian Felber will erst die Konzerne erst ab 50 Milliarden Euro zerschlagen. Also von daher, also ich will jetzt nicht darüber diskutieren, wer von den beiden eher uns auf eine marxistische DDR-Zukunft hinlenkt. Da geben sich die beiden nicht viel. Und wir als bodenständige Linke sagen, nein, so geht's nicht. Also wir sagen, also wenn wir Gegner haben, dann ist es einmal der Marktradikalismus und Neoliberalismus und soziale Marktwirtschaft ist unser Gegner als bodenständige Linke, aber auch jede Form der Linksradikalität ist grundsätzlich unser Gegner und alles, was mit Marxismus und DDR zu tun hat,
ist für uns ein rotes Tuch, weil das viel zu weit geht. Viel zu weit geht. Da hören wir mal weiter. Dann haben wir das Korruptionsproblem. Wenn Sie also in irgendeinem Land, selbst Deutschland, in Deutschland gibt es viel Korruption, wenn Sie da also jemanden schmieren, dann sind Sie mit einem Wettbewerbsvorteil gesegnet, der den ganzen Wettbewerb so verzerrt, dass die Ehrlichen sind dann die Dummen. Und wer sich wirklich an alles hält, der geht pleite. Es gibt zwei Vorzeigeunternehmen, in Anführungszeichen. Das ist die Sparda Bank in München und das ist der Rucksackhersteller Faude, Rucksack- und Autoprodukte. Und die machen selber nur zu 50% mit als Marketing-Gag. Die legen auch nichts von dem offen, was wirklich wichtig ist. Ja, und dann, wer legt eigentlich fest, was denn da gemessen wird? Da gibt es also Konvente und Ausschüsse nach dem Vorbild der kommunistischen Räterepublik. Für Millionen von Produkten und für Milliarden von Vorprodukte und Lieferantenbeziehungen. Und die wollen. Ja, hier kritisiert Herr Gastmann wieder richtig. Kommunistische Räterepublik, also pseudokommunistische, das hat nichts mit echtem Kommunismus zu tun. Das waren diese pseudokommunistischen Diktaturen, ja, die wir zutiefst ablehnen. Und er kritisiert jetzt zu Recht, dass die Gemeinwohlökonomie in solche Richtungen hindenkt und tendiert. Aber er erkennt nicht, dass sein Konzept, wenn auch verdeckt und versteckt und nicht so bewusst, genauso im Prinzip so ähnlich ist, nämlich auf eine DDR 2.0 hinsteuern würde. Dann also festlegen, was in welchem Maße ethisch und sozial wertvoll ist und was in welchem Maße steuerlich belohnt und bestraft wird. Also die Umsetzung nochmal, die kann nur global erfolgen. Wenn das ein Land macht, dann ist es tot. Und wie kriege ich China dazu, die USA dazu, die ganze Welt dazu? Das sehe ich nicht. Also wie gesagt, ich verweise mal auf Google. Jetzt erkennt Herr Gastmann richtig, das Komische ist, wenn er die Gemeinwohlökonomie analysiert, ist er relativ kritisch. Wenn er die Economy for Mankind analysiert, ist er total unkritisch. Ja, natürlich hat er recht, denn wenn man das in einem Land einführt, zum Beispiel, ich mache nur das eine Beispiel, man muss ja dann den Zulieferern in der dritten Welt viel höhere Löhne und Preise zahlen als die Konkurrenzfirmen. Dadurch werden alle Produkte der in Deutschland angesiedelten Unternehmen wesentlich teurer. Und sie verlieren ihre weltweite Wettbewerbsfähigkeit. Und dann geht auch vielleicht das ganze Land insgesamt bergab, weil dann ja auch die deutschen Unternehmen in der Welt nichts mehr verkaufen können. Und dann wird Deutschland insgesamt ein armes Land. Das erkennt er richtig. Aber dass das Gleiche bei der Economy for Mankind auch stattfindet, das erkennt er natürlich dann wieder nicht. Und bei den Next Scientists for Future ist es auch so. Es wird auch was teurer. Nur, dass das finanziell ausgeglichen wird. Denn wenn die Unternehmen sozusagen, zum Beispiel, ich mache nur ein Beispiel, mit Rücksicht auf die Anwohner ihre Abgase reinigen, und das ist teuer, das kostet Geld. Also zum Beispiel keine Gifte mehr ausscheiden, dadurch geben die Anwohner bessere Wohlfühlstimmen ab, die Gesundheitsdaten werden besser, die Langlebigkeitsdaten werden besser und die Hauptpersonen, um die ja ein Unternehmen sich kümmern muss, ist ja quasi letztendlich die Mitarbeiter gesünder machen, die Kunden gesünder machen und die Anwohner gesünder machen. Und dann kommt noch ganz Deutschland dazu, da werden noch Umkreise gezogen, aber bleiben wir bei den drei Kernbereichen. Mitarbeiter gesünder und glücklicher machen, Kunden und Anwohner. So, und die Anwohner, das kostet jetzt also Geld, dass man keine Giftstoffe mehr aussondert, über die Schornsteine zum Beispiel. Und wenn dann es den Anwohnern besser geht, jetzt passen Sie auf, jetzt kommt der entscheidende Punkt, dann entstehen ja auch weniger Verluste im Krankenbereich. Denn das sind ja Milliardenbeträge, um es da geht.
Erstens die Arbeitsausfallkosten, Zeitenkosten, dann die Behandlungskosten und. Ja, also das sind Milliardenbeträge. Und diese Beträge, die kriegt jetzt das Unternehmen quasi für seine gesundheitsförderliche Leistung. Das heißt also, das Unternehmen ist irgendwie teilweise, so wie der Supermarktleiter, der Kioskleiter und der Restaurantleiter, Teil des Gesundheitswesens wird, weil wir einfach nicht mehr zulassen, dass der Supermarkt gegen die Gesundheit der Bevölkerung wirkt und arbeitet. Und genauso lassen wir nicht mehr zu, dass ein Unternehmen durch Abgase zum Beispiel oder andere Dinge oder durch schlechte Produkte oder giftige Produkte gegen die Gesundheit der Bevölkerung arbeitet. Wir haben also so etwas wie eine dauerhafte Produkthaftung für alles implantiert, auch sogar für die Abgase und so weiter, ja, für alles. Und das führt dann dazu, wir brauchen dann nämlich die Gelder nur umzuschichten und können dabei noch Gelder einsparen und die auf die Gesamtbevölkerung verteilen. Nämlich die Gelder, die dadurch eingespart werden, dass die Anwohner weniger krank werden. Und auch die Mitarbeiter haben ja dann bessere Luft, wenn die Schornsteine, denn die Luft der Schornsteine landet ja auch im Werk, also bei den Mitarbeitern. Also wenn die Anwohner und die Mitarbeiter bessere Luft haben, seltener krank sind, werden Gelder eingespart und von diesen Geldern kriegt ein Teil diese Firma als Verdienstzuschuss. Und durch diesen Verdienstzuschuss bleiben sie wettbewerbsfähig auf dem Weltmarkt. Und genau das wäre ja bei der Gemeinwohlökonomie nicht möglich. Da sie sozusagen in irgendeiner Weise, vielleicht werden da dann auch irgendwo nebulös die Abgase gemessen. Aber Sie wissen, wie das mit den Messungen ist. Da gibt es Schlupflöcher noch und noch. Da gibt es vielleicht Giftstoffe, die die Messung nicht erfasst, die aber die Leute trotzdem krank machen. Ja? Sozusagen die Firma stellt um auf neue Giftstoffe, die vielleicht sogar noch viel giftiger sind, von der sie aber weiß, dass die Tests es nicht erfassen. So wie beim Trinkwasser, das ich gerade in der Hand habe, Schluckwasser. Wo ja auch zu befürchten steht bei dem Trinkwasser, dass die Wasserwerke, die wollen ja unbedingt eine Meldung rausbringen können. Wir haben ganz sauberes Wasser. Dadurch werden viele Giftstoffe gar nicht getestet und dann haben wir sauberes Wasser. So einfach ist das. Ja? Und bei uns ist es eben wieder genauer, bei den Next Scientists for Future, nämlich dass wirklich die Abgaswerte sozusagen, dass wir nicht reinlegbar sind durch die Ungenauigkeit des Testens oder durch neue Giftstoffe statt alter Giftstoffe. Beim Supermarkt neue Zuckersorten statt alter Zuckersorten und so weiter. Sondern dass wir am Endergebnis kontrollieren, nämlich an dem Gesundheitszustand der Anwohner und der Mitarbeiter. Und dafür gibt es eben die Verdienstzuschüsse. Dadurch kann die Firma nicht tricksen. Also sozusagen die Gemeinwohlökonomie ist so löchrig wie ein Schweizer Käse. Und bei den Next Scientists for Future, das System ist so wasserdicht. Wie nur geht. Ja? Und das ist der Unterschied. Was nützt uns ein löchriger Schweizer Käse, ein Sieb, das riesige Maschen hat? Das nützt uns nichts. Also insofern sozusagen ist es am Ende so, die Gemeinwohlökonomie ruiniert die deutsche Volkswirtschaft. Eben jetzt in diesem Punkt nicht so stark, weil sie sicherlich auch irgendwie die Gemeinwohlbilanzpunkte abhängig machen würde von irgendwelchen Abgastests dieses Unternehmens. Aber
Sie ist offen für die Tricks. Die Gemeinwohlökonomie ist generell offen dafür, dass am Ende sich ein Biobrot als giftig erweisen könnte. Das hat sie gar nicht auf dem Schirm. Also auch gestern war in der Talkshow wieder einer, ja, der überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es ja auch einen verbrecherischen Landwirt geben könnte, der mit Gift spritzt oder obwohl er dann behauptet, es sei Bio und Permakultur und was auch immer, ja. Wir dürfen doch nicht mehr vertrauen. Wir haben doch gesehen, dass uns überall Gift untergejubelt wird, bei jeder Gelegenheit, ne? Und von daher, sozusagen müssen wir davon ausgehen, dass die Gemeinwohlökonomie einfach zu ungenau ist und Sie als WählerInnen nicht gut genug schützt. Aber hören wir mal weiter. Gemeinwohlökonomie-Kritik einfach mal googeln und sich die Seite angucken. Damit ist das Thema eigentlich von meiner Seite erschöpfend abgehandelt. Ja, das war es dann schon wieder mit diesem Statement. Also damit haben wir auch sozusagen liebe Parteien, wir 2020, die Basis, Frackpartei und so weiter. Also ganz klar, bitte reden und talken mit Gemeinwohlökonomie. Wir sind immer dafür, mit allen großen Experten zu reden. Aber bitte am Ende holt euch die qualifiziertere, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsform bitte bei den Next Scientists for Future. Ja? Und auf keinen Fall bei der Economy for Mankind, aber da erfahren wir jetzt ja weiteres. Ne? Ich glaube, jetzt müsste es ja hier weitergehen. Ne? Modells. Also Grundeinkommen, da kommen wir gar nicht drum herum in Anbetracht der Grundeinkommen, da kommen wir doch gar nicht rum. Sie merken, wir wechseln jetzt das Thema von Gemeinwohlökonomie, weil es eben ja auch als Reformer für die Parteien sich für diesen Reformer Gemeinwohlökonomie interessieren. Und da kommen wir nicht dran vorbei. Da höre ich Richard David Brecht. Das ist aus meiner Sicht ein ganz gewaltiger Irrtum, weil, warum? Wir kommen dran vorbei. Diese Idee, dass uns Jobs verloren gehen würden. Von der ersten Maschine hören wir dieses sinnlose Gerede. Ich glaube, Professor Achim Truger hat das auch von den Wirtschaftsweisen vom Sachverständigenrat der Bundesregierung hat das auch gesagt in einer Sendung, dass selbstverständlich das hat noch nie gestimmt. Ja? Warum sind denn nicht plötzlich alle Arbeitsplätze und warum sind nicht alle Leute arbeitslos geworden, als die ersten Webmaschinen erfunden wurden? Ja, wir haben ständig haben wir Maschinen dazu und immer wieder sind neue Arbeitsplätze entstanden und wir haben so viel zu tun in der Bodenentgiftung oder in anderen Bereichen. Also der Punkt ist eher der. Professor Hans-Werner Sinn würde eher sagen, der Punkt liegt darin, Arbeitslosigkeit kriege ich nur, wenn ich Mindestlöhne setze, weil dann alle die, die weniger qualifiziert sind, als der Mindestlohn hoch ist, vom Unternehmern grundsätzlich nicht eingestellt werden können, weil sie ja dann pleite gehen würden. Und ich würde ergänzen, lieber Herr Professor Truger von den Wirtschaftsweisen, ich würde Sie fragen, das, was Professor Hans-Werner Sinn sagt, gilt aus unserer Sicht, aber das gilt dann genauso für Gewerkschaften und Tariflöhne. Das heißt, für uns sind Mindestlöhne, Gewerkschaften und Tariflöhne gleichermaßen und gehören alle drei abgeschafft, weil sie uns auch nur Kosten verursachen. Und das sind die Erzeuger von Massenarbeitslosigkeit. Denn wenn die Menschen auch für 1 Euro die Stunde oder für 10 Cent pro Stunde anfangen dürfen zu arbeiten und den Rest des sogenannten Mindesteinkommens, sei es Hartz IV oder Mini-Hartz IV oder kleines Hartz IV oder kleines bedingungsloses Grundeinkommen, den Rest bekommen sie dann halt vom Staat. Aber dann kann jeder sozusagen sich als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft fühlen und sagen, ich arbeite. Er muss ja nicht dazu sagen, für welchen Stundenlohn er arbeitet. Das interessiert ja niemanden.
Ich arbeite in einer Bäckerei. Dass ich dafür nur 10 Cent kriege oder so, das muss doch dann der Mensch nicht dazu sagen. Oder ich arbeite in einer Musikschule und dass ich nur 10 Cent pro Stunde kriege, das muss doch keiner wissen. Ich bin halt, der Unternehmer weiß halt noch nicht, wie hochqualifiziert jemand ist und der fängt dann halt, da fängt man mal klein an, ja. Und so kommt dann jeder Mensch in Arbeit und ja, wir brauchen dann auch kein Hartz IV und kein bedingungsloses Grundeinkommen mehr. Das wäre dann die andere Überlegung. Es sei denn, man wollte wirklich dieses absolute Sicherheitsgefühl, kommen wir gleich zu, ne, wahrscheinlich noch. Aber der entscheidende Punkt ist, also diese Idee, dass wir daran nicht vorbeikämen, stimmt nicht. Wenn wir keinen Mindestlohn haben, keine Gewerkschaften und keine Tariflöhne mehr haben, werden wir immer Vollbeschäftigung haben. Es geht gar nicht anders. Und diese Idee haben wir schon seit Jahrhunderten, wird uns gesagt, ja, diese neue Maschinengeneration, diese neue Computergeneration wird uns alle arbeitslos machen, ist alles nie eingetreten. Ja? Also wieder ein riesiger Irrtum. Wie gesagt, Herr Gastmann, Economy for Mankind ist für mich und für die Next Scientist for Future.de einfach nur eine Ansammlung von Irrtümern, die aber verführerisch sind, weil sie so sehr viele, ja, leicht linksradikale Träume befriedigen, so ein bisschen oder ansprechen. Na, hören wir mal weiter. Der Digitalisierung und der Rationalisierung am Arbeitsmarkt. Die Frage ist wirklich, welches Modell? Ich habe auch mit Götz Werner versucht, Kontakt aufzunehmen. Er hat es immer verweigert. Ich habe ihn mal angesprochen bei der BGE-Demo 2010 am Brandenburger Tor und er ist dazu keinen Dialog bereit. Das Problem ist wirklich, wie finanziert man das Ganze? Mit Götz Werner würde ich auch gerne sprechen, denn er ist ja noch der vernünftigere Vertreter, weil er auch sagen würde, natürlich müssen wir das bedingungslose Grundeinkommen vom Gehalt der Mitarbeiter abziehen, sodass sie also nur noch über das bedingungslose Grundeinkommen dann von den Firmen bezahlt werden. Denn das Geld für das bedingungslose Grundeinkommen kommt ja grundsätzlich überwiegend aus den Unternehmen sowieso. Die kriegen also ihr Gehalt vom Unternehmen über den Staat, aber gesichert über den Staat, da ist der Sicherheitsfaktor ist ja der einzige Unterschied. Die große Diskussion ist ja, wollen wir, dass Menschen sich absolut sicher fühlen und dann zumindest überhaupt nicht aus ängstlichen Gründen oder Unsicherheitsgefühlgründen bereit sind zu arbeiten, sondern dass sie nur noch aus Spaß arbeiten gehen. Wollen wir das wirklich oder ist das zu riskant? Weil dann viele Leute doch sagen würden, nee, aber aus Spaß will ich jetzt dann doch nicht arbeiten gehen, ich mache aus Spaß lieber Computerspiele. Ja, also da muss man gucken, was da die Menschen machen werden, ne? Ob der Mensch wirklich aus Spaß arbeitet oder ob doch nicht doch einige Menschen doch ein bisschen so ein Unsicherheitsgefühl brauchen. Unser Professor Panse nennt das ja die gesunde Angst, sowas wie eine gesunde kleine Angst, die der Mensch braucht, damit er doch nicht vielleicht doch zu bequem wird. Na gut, darüber müssen wir einfach diskutieren und offen sein. Und wir sind ja offen für ein Experiment in einer Region, mal ein kleines bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen. Und dann wird man sehen, wird diese Region wirtschaftlich absteigen oder aufsteigen. Ja, das wird man sehen. So, wie hoch ist das eigentlich? Zum BGE gehört die Definition einer Teilhabe, einer fairen Teilhabe an der Gesellschaft. Das ist mit einem Grundeinkommen von 1.000 oder 1.500 Euro, von dem auch noch Krankenversicherung, Miete und so weiter abgehen, wo dann also ein kleiner dreistelliger Betrag übrig bleibt. So, liebe Wählerinnen, wenn Sie jetzt arbeiten und zur Arbeit gehen, dann seien Sie sich mal klar, faire Teilhabe. Was Herr Gastmann hier spricht, hört jeder Sozialparasit natürlich unendlich gerne. Denn Sie, liebe ArbeitnehmerInnen, Sie, liebe arbeitende Menschen, egal ob Unternehmer oder Mitarbeiter, Sie sollen quasi ein bedingungsloses Grundeinkommen von 2.000 Euro bezahlen. Sie sollen also, ich sage es mal ganz hart, nicht arbeitende Menschen verwöhnen.
Wir sollen sehr großzügig sein, ihnen ein vollständiges Leben finanzieren. Denn 2000 Euro netto, und Herr Gastmann redet ja wirklich von netto. Wer hat denn das überhaupt noch als Arbeitnehmer? Ja, das sind ja auch gar nicht mehr so viele, die so viel haben, ne? Und von daher, und Sie müssen sich klar sein, Herr Gastmann wird also generell erzählt den Menschen immer, das Geld käme nur von den Unternehmern. Oder es käme auf jeden Fall irgendwo her. Oder es käme durch wundersame Weise irgendwie zustande. Aber in Wirklichkeit zahlen sie das, denn sie glauben doch nicht, dass die Unternehmer, ja, für Sie als Arbeitnehmer, wenn Sie sich vorstellen, bei dem wenigen Geld, was Sie auf der hohen Kante haben, wie schwer es für Sie wäre, auszuwandern. Aber die Unternehmer, die dann vielleicht mit einer hohen Umsatzprovision oder Umsatzsteuer so richtig zur Kasse gebeten werden sollen durch die Economy for Mankind, wenn es nach dem Sinne der Economy for Mankind geht, die können sich ganz anders wehren. Die nehmen ein paar Millionen in die Hand und beauftragen Firmen und die verlegen ihren Firmensitz ins Ausland und ihren Wohnsitz ins Ausland. Die Umzugsfirmen machen das alles für sie, dann fliegen die mit dem Flieger mal schnell in ihre neue Villa und dann ist die Sache erledigt. Und dann ist Deutschland kaputt. Also, sie werden am Ende mit ihrer Arbeitskraft den Leuten dieses 2000 netto bezahlen. Übrigens, und das wird dann bald nicht mehr gehen, weil sie selbst nur noch dann irgendwann 500 Euro verdienen, weil ja die guten Arbeitsplätze weg sind. Die gut bezahlten Arbeitsplätze sind ja mit den Unternehmern ins Ausland gegangen. Also müssen Sie sich hier anstatt mit 25 Euro Stundenlohn, müssen Sie sich mit 2,50 € Stundenlohn zufrieden geben, wenn Sie überhaupt noch Arbeit haben wollen. Und dann wird das bedingungslose Grundeinkommen gesenkt werden auf 100 Euro, ne? Oder 200 Euro. Und dann ist das Ganze schiefgegangen. Und genau das ist das Gefährliche daran. Das klingt alles so schön und gut, ist aber von Anfang an bis Ende durch naturwissenschaftliche Überlegungen schon zu 100% widerlegt. Und zwar wirklich fast jedes Wort, was Herr Gastmann sagt von Economy for Mankind. Hören wir mal weiter. Nicht möglich. Das Problem bei den konsumfinanzierten BGE-Modellen ist, dass die Konsumsteuer enorm hoch sein müsste, dann explodieren die Preise. Dann gibt es den Missbrauch als Kombilohn. Ich sage also zum Beispiel, Götz Werner sagt ganz klar, das BGE wird vom Gehalt abgezogen. Ja, den Missbrauch als Kombinon. Sie hören es, wieder ein Irrtum. Götz Werner ist natürlich vernünftig. Der hat das Unternehmen DM erfolgreich hochgezogen. Der weiß, wie die Welt funktioniert. Und der weiß natürlich, dass es nicht funktionieren würde, wenn man es nicht als Kombinon macht. Denn wenn man das bedingungslose Grundeinkommen den Mitarbeitern nicht sofort eins zu eins vom Gehalt abziehen würde, dann wären die Unternehmen von der Pleite bedroht und bevor sie sich das mit sich machen lassen, sind sie ruckzuck im Ausland, habe ich Ihnen ja geschildert. Natürlich, DM müsste also blitzschnell seine Filialen verkaufen, die Mietverträge kündigen oder die Immobilien verkaufen. Da wird es etliche Verluste geben, aber da die Firma ist stark genug und die werden ruckzuck im Ausland und dort würden DM-Filialen aufgemacht und dort würden die Arbeitsplätze entstehen und alle Mitarbeiter von DM würden von heute auf morgen arbeitslos erstmal werden. Und was sie dann für neue Jobs kriegen, ja, und Herr Gastmann wäre sicherlich auch für einen hohen Mindestlohn, er ist ja auch für einen hohen Mindestlohn und so weiter. Und dann würden die Leute gar keine Arbeit mehr kriegen, ne? Und so weiter. Also hören wir mal weiter. Wer also zum Beispiel 1,5 verdient, dem ziehe ich jetzt diese 1000 Euro BGE ab, dann kostet er mich noch 500 Euro. Dafür haben Sie also ein Grundeinkommen praktisch von null, einen etwas sicheren Arbeitsplatz, aber doppelte Preise. So, und bei uns ist das so, bei Economy. Nein, ist auch wieder falsch. Man hat dann nicht einen sichereren Arbeitsplatz, sondern man hat ein größeres Sicherheitsgefühl. Weil wenn ich jetzt gekündigt werde,
kriege ich ja mein bedingungsloses Grundeinkommen weiter. Also es geht nur um das erlebte Sicherheitsgefühl und das Erlebnis totaler Angstfreiheit, wobei wir, wenn wir sagen würden, wir würden ein kleines bedingungsloses Grundeinkommen machen, dann würden wir übrigens auch noch, um das Sicherheitsgefühl noch mehr zu stärken, eine kostenlose Rechtsschutzversicherung drin haben, also eine kleine Rechtsschutzversicherung im bedingungslosen Grundeinkommen drin haben. Denn die Menschen, das Sicherheitsgefühl resultiert aus einer Rechtsschutzversicherung, einer Krankenversicherung, aus der Pflegeversicherung und so weiter, ja, aus allem zusammen. Und dadurch können wir natürlich dann auch die Kosten von Arbeitslosenversicherungen und die Zahl, das kann ja alles eingespart werden. Na gut, also schauen wir mal weiter, was er sagt. Aber Sie merken es, ich hoffe, Sie merken es jetzt schon. Und das wird sich jetzt durch alle Sendungen ziehen. Ich werde jetzt jede Talkshow, auch die neue Talkshow, dann, wenn sie erschienen ist, auch analysieren. Ja? Und wenn wir schon veröffentlichen dürfen. Und ja. Und ich zeige jetzt einen Fehler nach dem anderen auf, einfach weil ich doch festgestellt habe, auch dass auch gestern dieser berühmte Professor von der Partei Die Basis ja auch ein bisschen, sicherlich auch bei uns sehr viel Positives gesehen hat, aber auch eben bei der Economy for Mankind Positives gesehen hat. Und ja, und weil das eben so verführerisch klingt, na, hören wir mal weiter. For Mankind, da wird das von der Wirtschaft finanziert, als Steuersparmodell. Da gibt es nur noch eins, was man von der Steuer absetzen kann, und das sind Arbeitsplätze. Es gibt also eine Steuer, die nennt sich Ja, jetzt hören Sie mal zu. Das ist die sogenannte Unterbeschäftigungssteuer, das wird er jetzt gleich sagen. Und da werden Unternehmer gezwungen, Leute anstellen zu müssen, die sie gar nicht brauchen. Manche davon werden angestellt und brauchen gar nicht zur Arbeit zu erscheinen, weil sie gar nicht gebraucht werden, weil sie überflüssig sind. Einfach nur, um die Unterbeschäftigungssteuer zu vermeiden. Und das bedeutet, dass das für diese Unternehmen, dass die einen riesen Rucksack mitschleppen an lauter unnötigen Mitarbeitern. Und auch die, die sie haben, müssen sie viel zu hoch bezahlen. Dadurch gehen sie im weltweiten Wettbewerb pleite. Und entweder gehen dann die Unternehmen im weltweiten Wettbewerb pleite und Deutschland insgesamt geht pleite, was ja Herr Gastmann richtig erkannt hatte, dass es bei der Gemeinwohlökonomie der Fall sein würde. Aber das Gleiche würde jetzt auch bei seinem Modell passieren, bei Economy for Mankind passieren. Und das sieht er dann eben nicht. Und ich würde denken, die Unternehmen können ja rechnen, bevor so etwas Gesetz würde, dass die also gezwungen sind, nutzlose Mitarbeiter bezahlen zu müssen oder gar nicht gebrauchte Mitarbeiter bezahlen zu müssen, nur damit die romantischen marxistischen Träume erfüllt werden, von denen viele sehr träumen und was sie sich gern wünschen, dann wandern diese Unternehmen rechtzeitig vorher aus Deutschland ab und dann wird Deutschland ein bettelarmes Land. Und dann, wie Professor Hans-Werner Sinn sagt, dann sind wir alle arm wie eine Kirchenmaus, wie in der DDR. Und wollen wir da wirklich hin? Dann ist zwar alles ziemlich gerecht, sagt Professor Hans-Werner Sinn ungefähr, aber dann sind wir alle arm wie eine Kirchenmaus. Gerecht. Alle gleich arm wie eine Kirchenmaus. Sind wir damit, fahren wir damit wirklich besser? Ja? Hören wir mal weiter. Unterbeschäftigungssteuer. Ich habe das mal in dem Video Nummer 5 bei wir2020partei.de mal erläutert, in einer halben Stunde. Das in 3 Minuten, das ist schwer möglich. Grundidee ist also, ich besteuere die Beschäftigungsintensität, wenn sie zu gering ist. Wenn sie ausreicht, dann nicht. Da gibt es eine Kennzahl, die heißt Mitarbeiter pro Umsatzmillion. Und wenn ich mindestens 7 Mitarbeiter pro Umsatzmillion habe, zahle ich diese Steuer nicht. Wenn ich weniger habe, dann wird es wirklich brutal. Dann zahle ich mehrere 100% Umsatzsteuer und bin raus aus dem Markt. Ich werde also gezwungen, etwas mehr Leute einzustellen, als ich brauche. Und das ist also Vollzeit, Teilzeit, Azubis werden mitgezählt und das vierte sind Grundeinkommensempfänger. Die kann ich nur absetzen, wenn die mindestens 2.000 Euro monatlich erhalten. Das sind reine Steuersparmodelle. Die müssen also keine Stunde arbeiten.
Und die werden dann natürlich über den Konsum das ganze Geld wieder zurückfließen lassen. Das ist das einzige Modell, bei dem... Die werden dann über den Konsum das Geld wieder zurückfließen lassen. Und das klingt so verführerisch und ist der größte Irrtum aller Zeiten. Weil das Geld fließt nicht zurück, so nach dem Motto, die Unternehmen geben da sinnlos Geld aus, weil sie Mitarbeiter beschäftigen müssen, die gar nicht arbeiten und die sie gar nicht brauchen oder offiziell anstellen und bezahlen müssen, die dann gar nicht zur Arbeit erscheinen. Deren Geld fließt scheinbar zurück, aber davon, von dem Geld, was zurückfließt, müssen doch die Kosten der Herstellung der Produkte, die die dann kaufen, abgezogen werden. Also fließen, was weiß ich, jeden Monat 2000 hin zu den Euro hin zu den Mitarbeitern. Und die geben vielleicht ein paar hundert Euro für Produkte aus und vielleicht auch für Produkte dieses Unternehmens, bei dem sie angestellt sind. Aber für diese Produkte hat das Unternehmen, nehmen wir mal an, der kauft jetzt für 100 Euro Produkte dieses Unternehmens, der nicht arbeitende Mitarbeiter, nenne ich ihn mal. Dann muss das Unternehmen 80 Euro aufwenden, um diese Produkte herzustellen. Also fließen nur 20 Euro zurück. Also von 2000 Euro, die das Unternehmen da an eigentlich unnötigen Mehrkosten hat, fließen 20 Euro im Monat zurück. Und die Unternehmer können halt rechnen. Mathematik sollte die Stärke sein. Na? Man sollte schon Jahrgangsbester in Mathematik sein, wenn man sich an solche gesellschaftlichen Fragen ranmacht. Und das bedeutet, dass die Unternehmen genau wissen, wir müssen flüchten, bevor dieses Gesetz in Kraft tritt. Denn es wird uns ruinieren. Ja, das wird uns, und das ist ja genau das Wesen der DDR gewesen. Was war das Wesen der DDR? Dass alle kompetenten Leute über die, also die DDR verlassen wollten, weswegen man ja die Mauer gebaut hat. Ja? Ganz einfach, man hat die Mauer gebaut, weil alle flüchten wollten. Alle, die was konnten. Alle Klugen, alle mit großen Gehirnen, alle Klugen, alle, die was verdient haben, alle Unternehmer, alle wollten sie flüchten. Und die Mauer, da hat man es wenigstens geschafft, dass sie nichts mitnehmen konnten. Ne? Außer gerade so ihr Leben. Ja? Und wollen wir das wieder einführen? Denn das Ganze funktioniert nur mit einer Mauer. Also müssten wir eine Mauer einführen. Hören wir mal weiter. Es keine nennenswerten Preissteigerungen gibt. Wir werden also einen Schweiz-Effekt haben, überhaupt durch das gesamte Modell, das ganze System. Wir werden also erheblich höhere Einkünfte haben und wir werden etwas höhere Preise haben. Also im Endeffekt landen wir da in der Schweiz mit einem, man könnte es auch sagen, einem bedingungslosen Hartz IV. Schweiz. Reiche Leute wie Michael Schumacher oder Unternehmer und so weiter flüchten in die Schweiz vor den zu hohen Steuerzahlungen in Deutschland. Jetzt erhöht Herr Gastmann die Steuerzahlung oder überhaupt die Verluste für die Unternehmen drastisch. Und dann soll es auf dem Niveau von der Schweiz sein, wo unsere reichen Leute hinziehen und dort den Reichtum vermehren? Glaube ich nicht. Ist absolut unwahrscheinlich. Ja? Unsere Unternehmer werden in die Schweiz abwandern und in der Schweiz wird es reicher und bei uns wird es so arm und am Ende wird die Kaufkraft unseres Geldes und so weiter, also wir werden auf jeden Fall, geht es mit uns bergab. Ja? Das stimmt einfach alles nicht. Es ist alles ein einziger Fehler, den aber viele Leute gerne hören. Weil es so gut klingt. Keinerlei Sanktionen, keinerlei Überprüfung und es wird komplett von der Wirtschaft finanziert. Von der Wirtschaft finanziert. Ja? Jetzt sagt er mal die Wahrheit.
Manchmal sagt er nämlich, nee, nee, die Wirtschaft, die freut sich darüber, die Unternehmer sind glücklich darüber. Aber jetzt sagt er eigentlich die Wahrheit, ist eben rausgerutscht. Das wird von der Wirtschaft finanziert. Das heißt, die Wirtschaft muss das Ganze bezahlen. Aber lässt die sich das gefallen? Sie, wenn Sie nur ein paar Euro auf der hohen Kante haben, Sie können nicht mal so eben auf die Schnelle auswandern aus Deutschland. Das ist jedenfalls für Sie großer Stress, denn wer will Sie haben? Die Schweiz will sie nicht haben, die USA will sie nicht haben. Ja, sie müssen schon sehr hoch qualifiziert sein, damit man sie haben will. Aber die Unternehmer nimmt jeder mit Kusshand. Und die Unternehmen nimmt jeder. Jeder freut sich auf Mercedes, auf BMW, auf Volkswagen. Was wären die glücklich, wenn die diese Unternehmen bekommen würden? Also die Wirtschaft muss das finanziert das Ganze und das wird sie merken. Und bevor das in Kraft treten würde, wenn die Gesetze im Bundestag beschlossen wären, in dem Moment wandern die Unternehmen ab. Ja? Und dann sind wir alle arm wie eine Kirchenmaus. Ja, das hört sich ja sehr interessant. So, das war der nächste Schritt. Dann hören wir mal weiter, was er sagt. Herr Gastmann, sehen Sie diese Gefahr auch so, dass der Bürger faul wird, wenn er ein bedingungsloses Grundeinkommen ab einer gewissen Größenordnung erhält? Teilweise. Ja, also es ist natürlich so, dass es immer Menschen gibt, gab und immer geben wird, oder sagen wir mal, seit wir vielleicht sagen wir mal, seit Mitte des letzten Jahrhunderts. Merken Sie, die Mentalität ist doch nicht schlimm, wenn die Leute nicht arbeiten. So nach dem Motto, liebe Leute, liebe arbeitende Menschen dieser Gesellschaft, die ja die Hauptwähler darstellen, die auch am meisten zur Wahl gehen. Viele Arbeitslose gehen ja gar nicht zur Wahl. Herr Gastmann, was Herr Gastmann sagt, das hört jeder Sozialschmarotzer und jeder Arbeitslose und sonst wie gerne. Aber jemand hart Arbeitendes, der zur Wahl geht und sich genau überlegt, ob eine Partei gut für ihn ist, der wählt doch sowas nicht. Warum soll der etwas wählen, wo er mit seinem Geld so achselzuckend, so nach dem Motto, ja, es gibt ein paar Leute, die wollen nicht arbeiten, doch, das ist nicht schlimm, wenn es so viele Arbeitslose gibt und auch so ein paar Faule gibt und so weiter. Das bezahle ich gerne, das bezahle ich ja gerne. Ich verdiene ja so viel mit meinen 2000 Euro brutto im Monat. Ja, da sagen, ja, oder 3000 oder 1500 brutto, was manche Leute verdienen. Ja, ich verdiene ja so viel, ich bezahle gerne so ein paar Faule mit. Das ist die Grundmentalität von Herrn Gastmann. Das ist die Economy for Mankind, ja? Deswegen muss man bei ihm wirklich jedes Wort analysieren, weil es klingt alles so gut. Aber bitte, liebe WählerInnen, liebe arbeitende Menschen und WählerInnen, Sie bezahlen das Ganze. Sie bezahlen die Rechnung hier für diese Schlaraffenland-Illusion. Also bitte, deswegen raten Sie Ihren Parteien, Wir 2020, die Basis, Frackpartei und so weiter. Ja, immer wieder in die Diskussion, immer wieder mal die Economy for Mankind reinzunehmen, aber immer auch die Gegenseiten und immer auch die Next Scientists for Future zu hören, die Ihnen ganz deutlich in der gestrigen Sendung habe ich mal richtig Klartext geredet, also freuen Sie sich drauf, mal ein bisschen härter formuliert, ganz klar gesagt, was das für ein Deutschland-Vernichtungsprogramm ist, was dieses Economy for Mankind, ne? Na, also das heißt es also, arbeite oder stirb. Und ich finde das eine Riesenerrungenschaft, dass die Technologie uns von dieser Angst. Arbeite oder stirb. Ich habe mir selbst gerade eine Situation kreiert, wo für mich gilt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Habe ich mir selbst so gebaut, weil es mir dann leichter fällt. Ich habe ja noch einen Dritt, ich bin ja von Grundberuf, neben dem Beruf Wissenschaft und Beruf Sport, bin ich ja Beruf Musiker. Mein eigentlicher Haupt- und Herzensberuf. Und als Musiker habe ich es dann leichter, zur Arbeit zu gehen. Sie wissen ja, dass ich die Tresor-mit-Einwurf-Methode, die Tresor-Methode praktiziere, damit 18 Kilo abgenommen habe und jetzt so richtig schön schlank bin,
so wie als 16-Jähriger. Und dass ich mir selbst habe ich die Situation gesetzt, ich muss arbeiten gehen, weil meine Bankkarten sind im Tresor. Und wenn die Leute mir dann ein bisschen was reinwerfen, was weiß ich, wenn ich dann, sagen wir mal, 1 € pro Tag bekomme oder 1,50 € oder so, dann kaufe ich mir dabei von wunderbares Gemüse oder Obst und werde davon satt. Ich esse ja sowieso nur einmal am Tag und der Rest des Geldes kommt, das Wechselgeld kommt in den Tresor rein. Dadurch produziere ich dann am Abend kein übermäßiges, dann kaufe ich mir keine Chips mehr oder andere ungesunde Sachen mehr, sondern esse nur mein gesundes Gemüse. Und diese Grundformel, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Ich habe natürlich drei Möglichkeiten. Ich kann drei Leute anrufen, wo ich dann vielleicht, wenn ich doch mal, wenn irgendwas ist, ich bin verletzt, ich kann nicht Musik machen, letztens die Hand, irgendwie Schmerzen in der Hand, dann hätte ich, wenn es schlimmer gewesen wäre, hätte ich eine dieser drei Leute anrufen können, hätte ich den Schlüssel zum Tresor kurz abgeholt und hätte kurzfristig sozusagen mal was einkaufen können mit den Bankkarten, ja? Aber so, das ist eine ganz tolle Situation. Und das habe ich freiwillig gemacht, weil es mir so gut tut. Wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Und Sie hören es ja beim Herrn Gastmann. Ja, arbeite oder stirb, ja, übertreibt gleich, ne? Aber was ist denn daran schlecht, dass wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, ja? Es das ist doch an sich, werden wir sowieso nie machen, weil wir immer einen Sozialstaat haben werden und weil das ja auch sinnvoll ist. Professor Hans-Werner Sinn nennt das ja ein Mindesteinkommen, egal ob Hartz IV oder bedingungsloses Grundeinkommen. Also ein Mindesteinkommen, aber keine Mindestlöhne und keine Tariflöhne und keine Gewerkschaften, sage ich nochmal, ne? Weil die nur künstliche Arbeitslosigkeit erzeugt haben, von denen die Sozialspartler leben und die Arbeitsamtmitarbeiter gut leben und gut Karriere machen. Ne? Ja, hören wir mal diese Ungeheuerlichkeiten weiter, denn liebe arbeitende Wählerinnen, Sie müssen das Ganze bezahlen, Sie müssen die Zeche bezahlen von all den Träumereien, die so schön klingen. Angst befreien kann und das teilweise auch getan hat. Also ich bin entschieden gegen eine Angst. Ich will eine angstfreie Gesellschaft, eine Gesellschaft, in der niemand erpressbar ist. Entweder du arbeitest jetzt, also praktisch wirklich Zwangsarbeit, oder du musst sterben. Da bin ich ganz entschieden dagegen. Die Frage ist halt, welche Daten haben wir darüber, ob wir uns das erlauben können? Nehmen wir mal an, es klingt so menschlich, aber was passiert, wenn nach Einführung dieses großen bedingungslosen Grundeinkommens die Hälfte der Bevölkerung nicht mehr arbeitet? Was passiert? Da könnte man sagen, na ja gut, dann leben wir alle auf einem niedrigeren Lebensstandard. Aber das ist doch nicht das Problem. Wir leben dann auf dem Lebensstandard des Iraks. Und wie war das? Da wurden unendlich viele Leute getötet, unter anderem auch Saddam Hussein. Und zwar von wem? Von der USA? Oder wir leben dann auf dem Lebensstandard vom Irak. Und da wurde Gaddafi getötet und unendlich viele Libyer, auch glaube ich wieder überwiegend durch die USA, aber ich glaube, da waren noch andere Staaten dabei, Frankreich und so weiter. Was für eine Garantie fantasiert sich die Economy for Mankind, dass es uns nicht so gehen wird, niemals so gehen könne wie dem Irak, wie Libyen, wie den Indianern, den Indios? Dafür gibt es keine Garantie. Also dieser Gefahr, liebe Wählerinnen, möchten die Next Scientists for Future.de Sie nicht aussetzen. Wir müssen mindestens absolute High-End-Abfang-Mini-Raketenriegel um Deutschland haben, damit niemand uns überfallen oder mit Raketen oder Flugzeugen kaputt zusammenschießen kann.
Wir müssen immer defensiv, wenn auch nicht angriffsfähig, aber defensiv wehrfähig bleiben, bis die ganze Welt pazifistisch geworden ist, bis die ganze Welt mit uns gemeinsam dann abrüstet und alle nur noch Defensivrüstung haben und dann können wir alle gemeinsam die Defensivrüstung Stück für Stück runterfahren und am Ende können wir ganz ohne Kriegswaffen, ohne Defensivraketchen, können wir ganz ohne leben und sparen dann ganz viel ein. Ja? Stellen Sie sich mal vor, wenn die USA irgendwann ihren Etat, nicht mehr ihr Geld zum Fenster rauswerfen müsste für den größten Militärhaushalt der Welt, ne? Mit riesigem Abstand. Ja, also von daher hören wir mal weiter. Dagegen. Next Scientist for Future hat hier offensichtlich ein Informationsdefizit. Wir haben einen Gesetzentwurf von 18 Punkten. Das kommt übrigens auch immer wieder, ein Informationsdefizit. Ja, quasi, wenn Leute in eine Talkshow gehen und unfähig sind, ihr Konzept in klaren Worten darzustellen und ständig dann darauf verweisen, die Leute mögen doch mal ständig die Irrtümer nachlesen, die Leute geschrieben haben. So geht's nicht. Sie werden von uns nie einen Hinweis darauf sehen, Sie müssen erst mal unsere Texte lesen. Nein, sondern wir müssen doch unsere Konzepte erklären können. Sonst sollen wir es lassen, einfach. Und das kommt aber immer wieder bei Economy for Mankind. Immer wieder. Ja, Sie haben es ja falsch verstanden. Sie müssen ja lesen. Nein, wir haben es richtig verstanden. Die Economy for Mankind versteht die Gemeinwohlökonomie richtig und kritisiert sie zu Recht. Aber sie versteht ihr eigenes Konzept nicht und sieht die Fehler ihres eigenen Konzeptes nicht. Und wir sagen das schon, ich bin ja mittlerweile schon 10 Stunden mit der Economy for Mankind in Talkshows. Und ich habe davor schon nochmal 10 Stunden telefoniert mit Herrn Gastmann. Mir war schon von Anfang an klar, dass dieses ganze Konzept falsch ist. Warum habe ich trotzdem mit ihm telefoniert? Weil es eben wichtig ist, dass generell die externen Reformer, überhaupt alle Reformer miteinander in Diskussion bleiben, weil diese kontroverse Diskussion natürlich das ist, wovon sich dann die Parteien eine Scheibe abschneiden können. Und insofern habe ich das immer nur gesehen, auch als eine Vorbereitung auf diese Diskussion. Und ich wusste also dann gleich schon von Anfang an, das ist ein verführerisches, also es ist quasi so ein Verführerkonzept, das Deutschland in den Untergang bringen würde in DDR 2.0. Und sozusagen ein Konzept, das selbst nicht erkennt, dass es eigentlich ein marxistisches DDR-Konzept ist. Und da steht zum Beispiel drin, das gibt es ab 18. Also ich kann nicht sagen, ich kriege jetzt 10 Kinder und dann kriege ich 20.000 Euro Grundeinkommen. Kinder kriegen kein Grundeinkommen. Immerhin das Vernünftige, denn das wäre ja unsere Kritik gewesen, dass man dann halt 20 Kinder in die Welt setzt und dann unendlich reich wird auf ihre Kosten, liebe Wählerin. Immerhin erst ab 18. Das klingt schon mal gut, das macht ja auch der Richard David Precht so ab 18, denn dann ist dann wenigstens die Motivation weg, jetzt sozusagen einfach Massen an Kindern zu erzeugen. Das ist schon mal das mal einmal was Gutes. Aus genau dem Grund, dass nämlich sonst also die Bevölkerungszahl explodieren würde. Und um das Thema jetzt nicht zu wechseln, aber mal kurz abzubiegen, auf eine Parallelstraße, die Welt ist völlig überbevölkert. Die Welt hat zu viel Homo sapiens. Und wir müssen runter. Wir müssen also, wenn ich jetzt mal an den Global Footprint denke oder Ja, da sind wir gar nicht so sicher. Wir schlagen auch lauter Konzepte vor, wie wenn man das wirklich will, man die Weltbevölkerung ganz erheblich reduzieren kann. Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, es wäre gar nicht nötig. Auf der anderen Seite, die Frage ist eben, ob es nicht doch irgendwie durch die Enge und durch die vielen Menschen nicht auch irgendwie zwangsläufig zu mehr Giftbelastung kommt. Also da sind wir offen.
Wenn die Bevölkerung will, dass wir die Bevölkerungszahlen auch weltweit helfen zu reduzieren, machen wir das. Wenn nicht, machen wir es nicht. Das ist uns egal. Nur natürlich eins ist ganz klar, ich weiß nicht, irgendwo, ja, wenn ich mir diesen Planeten vorstelle mit 100 Milliarden Menschen, das, weiß nicht, ob es da nicht doch ein bisschen eng wird. Aber gut, kann man drüber reden. Den ökologischen Fußabdruck, wir müssen runter auf einen globalen oder einen ökologischen Fußabdruck von 1. Das ist mit 80 Millionen oder 83 Millionen Bundesbürgern nicht möglich. Wir müssen also runter, die ganze Welt muss runter auf 1 bis 2 Milliarden und Deutschland muss runter auf ungefähr 20 bis 30 Millionen Einwohner. Dann können wir nachhaltig hier wirklich leben. Und das Grundeinkommen, das ist wirklich eine Befreiung. Man muss aber auch bedenken, wenn jetzt ein Drittel aller Menschen sagt, ich mache jetzt gar nichts mehr, was ändert sich dann? Gar nichts. Man muss sich mal angucken, wie viele Menschen arbeiten denn heute wirklich? Und wir haben in unserem System einen komplett gedrehten Arbeitsmarkt. Also wir haben einen Markt. Merken Sie wieder, liebe Arbeitnehmerinnen, wie großzügig Herr Gastmann mit Ihrem Geldbeutel umgeht, mit Ihrem Geld, Ihr Geld ausgibt. Ja, so nach dem Motto, ja, wer arbeitet denn überhaupt noch und so weiter. Ja, und wer arbeitet, der hat ja offensichtlich so viel Spaß dran. Die Leute gehen ja alle aus reinem Lustvergnügen zur Arbeit als Lustquelle, kriegen dann ihre 1500 Euro und dann zahlen die gerne mal all die Leute, die nicht arbeiten. Das machen die ganz gerne. Ne? So müssen Sie das mal verstehen, liebe Wählerinnen, was Ihnen hier Herr Gastmann quasi mitten ins Gesicht sagt. Und der wird dabei gar nicht rot, weil er nicht versteht, von was er da redet. Ja? Also weiter. Indem die Arbeitgeber ihre Gehaltslisten füllen müssen. Und dafür gibt es diese vier Beschäftigungsmodelle. Und dann sagt der Arbeitnehmer, zu dir gehe ich nicht, wenn ich nicht arbeiten kann. Ich will einen Vollzeitarbeitsplatz, sonst kannst du mich nicht beschäftigen. Oder ich will einen Teilzeitarbeitsplatz. Oder ich will eine Ausbildung machen. Oder ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt einfach mal mit 50 nochmal zur Uni gehen, nochmal studieren. Dann habe ich diese Freiheit. Also wir haben die ökonomische Möglichkeit dazu. Und wenn jetzt Leute sagen, ich werde jetzt nur noch Gamer und ziehe mich zurück und widme den Rest meiner Zeit an der PlayStation, bitteschön. Aber Bitte schön, also liebe Wählerinnen, Sie, er findet das völlig okay und sagt, bitte schön, dass Sie mit Ihren 1500 Euro brutto, die Sie im Monat kriegen, den Gamer finanzieren sollen. Dafür hat er, sieht er überhaupt kein Problem. Und wollen Sie von so jemanden oder von einer Partei regiert werden, die sich ihr Parteiprogramm an solch einem Economy for Mankind Konzept ausrichtet? Ich nicht. es reicht, wenn ausreichend viele Menschen arbeiten. Es müssen nicht alle arbeiten. Okay, Herr Dillon, Sie haben da offensichtlich ganz erhebliche Einwände, habe ich den. Ja, natürlich habe ich die Einwände auch formuliert, aber das Entscheidende ist in solchen Talkshows, auch gestern war das der Fall, man kommt so selten zu Wort mit den 3 Minuten, dass man, 3 Minuten ist ja toll, dass man diese Redezeitbegrenzung hat, aber man kommt halt doch sehr selten dran. Besonders auch, weil die Teilnehmer natürlich keine repräsentative Wählerstichprobe sind. Also wir müssen uns klar sein, wir gewinnen auch nur knapp. Ja, das, was wir in der simulierten Bundestagswahl erreicht hatten, unsere Professoren, 56% der Wählerstimmen. Also auch wenn jetzt, nehmen wir mal an, die anwesenden Teilnehmer einer Talkshow, wozu ja dann auch immer die Zuschauer gehören, wenn die jetzt alle wirklich einer repräsentativen Wählerstichprobe entsprechen würden und wirklich gar keine eigenen Ideeninteressens oder Konzeptinteressen vertreten würden oder sozusagen, sondern wirklich nur als Wähler auftreten und es wäre eine repräsentative Wählerstichprobe. Und wenn dann 100 Zuschauer anwesend wären, dann würden ja trotzdem davon nur 56% für uns stimmen und 44% total gegen uns sein. Und sobald dann eine Wählerstichprobe nicht repräsentativ ist, sondern zum Beispiel die Zuschauer eher aus dem, nenne ich es mal, leicht linksradikaleren Bereich stammen, zum Beispiel, oder aus dem marktradikaleren Bereich, dann sind wir sofort unter 50%. Und dann kriegt jemand anderes eben die 3 Extra-Minuten. Das Konzept der Extra-Minuten ist genau richtig.
das in der neuen Talkshow dann eingeführt wurde. Das haben wir empfohlen, weil wir das ja für sinnvoll halten, dass man also in einer Talkshow hochgewählt werden kann, wer extra Minuten bekommt, damit sozusagen auch sowas wie am Ende sowas wie ein Wahlsieger möglich wird. Und so dass dann auch die Konzepte, die zumindest in dieser Zufallsstichprobe der, die eben nicht repräsentativ ist einer Talkshow, damit man da wenigstens mal so ein bisschen sich übt in einem Hochwahlverfahren. Ja? Und da gibt es dann immer diese 3 Extra-Minuten. Nur ist es eben so, dass wir da nicht immer zu den Gewinnern gehören, weil wir ja nur bei einer repräsentativen WählerInnen-Stichprobe 56% der Wähler kriegen würden. Und zum Beispiel, wenn eben sehr viel etwas linksradikalere Gemüter vertreten sind oder etwas marktradikalere Gemüter vertreten sind, dann kriegen wir eben kriegen andere 56%, aber nicht wir, ja? Weil es keine repräsentative Wählerinnen-Stichprobe ist, ja? Und insofern ist es dann wichtig. Ja gut, hören wir mal weiter. Ich weiß jetzt nicht mehr. Ich hätte noch eine Frage Ja, an bitte. beide Teilnehmer. Mich würde interessieren, ob in Ihrem System, ob es konkrete Anreizsysteme gibt für die Menschen, außerhalb dieses Grundeinkommens, selber aktiv zu werden. Jetzt fragt also ein Parteimitglied von Wir 2020, ja, danach, ja, so nach dem Motto, gibt es da noch, ja, welchen Anreiz zum Arbeiten haben die Leute dann? Das ist im Prinzip keine schlechte Frage. Hören wir mal. Das Problem lässt sich lösen, vor allen Dingen im Bildungssystem. Das Bildungssystem erzeugt im Wesentlichen gehorsame Drohnen und Arbeitsdrohnen sozusagen. Wir brauchen ein Bildungssystem, in dem die Menschen lernen, was mit sich selber anzufangen, überhaupt mal kennenzulernen, was macht das Leben aus, sich mit Philosophie zu beschäftigen, sich zu fragen, was will ich eigentlich im Leben? Und dann kommen die Ziele von ganz allein und dann muss ich mich fragen, was habe ich für ein Ziel und was muss ich tun, um dieses Ziel zu erreichen? Also ich glaube, jeder Mensch hat so, jeder gesunde Mensch hat eine intrinsische Veranlagung, wirklich was aus sich zu machen. Und es ist so, dass das einem in der Schule abtrainiert wird. Da geht es mehr um Anpassung und Gehorsam. Und wenn Ja, also da können wir jetzt nicht groß widersprechen. Auch unsere Bildungsreform, die natürlich sozusagen das Gehalt der Lehrer und überhaupt aller Erziehungspersonen, einschließlich der Mutter zum Beispiel oder der Eltern, da ist es dann die vorgezogene Mütterrente und so weiter, sozusagen die Verdienstzuschüsse an alle beteiligten Erzieher werden abhängig gemacht von der Steuerleistung der Absolventen dieser Erziehung sozusagen. Und dadurch werden die Lehrer alles tun, um die Räume zu schaffen, in denen sich maximale Lust am Aktivsein und an der Kreativität, aber auch Lust am Arbeiten entfalten kann. Das insofern, das sind wir nicht so weit auseinander. im Bildungssystem die Menschen wirklich lernen, was mit sich anzufangen, dann kommen die Ziele von ganz alleine. Dann gibt es natürlich noch ein finanzielles Motiv. Also mit 2000 Euro komme ich gut über die Runden, aber so richtig große Sachen kann ich damit nicht machen. Ich weiß nicht, wie man mit 30 Euro im Monat oder 50 Euro im Monat überleben kann. Also das sehe ich wenig attraktiv. Also Diogenes in der Tonne kann nicht das Ziel sein oder jemand wie heißt der noch, der Professor aus Oldenburg nach Bielefeld gegangen ist, immer Verzicht predigt. Pech, Nico Pech. Das ist überhaupt nicht mehrheitsfähig, das sehe ich nicht. Das ist jetzt wieder ganz wichtig. Professor Nico Pech mahnt an, dass wir es mit einem Überkonsum zu tun haben. Wir gehen noch weiter und sagen, wir leben alle als Konsumsüchtige. Das ist eine Erkrankung. Weil uns Glück weggenommen wurde, kaufen wir als Ersatzbefriedigung ungesundes Essen, Alkohol, Zigaretten, Medikamente, Drogen, was auch immer. Das ist eine Suchterkrankung. Unser Wirtschaftssystem hat uns alle suchtkrank gemacht. Das müssen wir erstmal, dieser Wahrheit müssen wir ins Auge schauen. Und dass Professor Pech das anspricht, ist ja ein Grund, warum wir ihn als Reformer auch empfehlen zu hören, wenn auch kritisch zu hören. Denn er hat ja kein Konzept gegen diese Konsumsucht. Ne?
Und denn er appelliert nur und Appelle bringen uns nicht weiter. Ja? Aber entscheidend ist, dass letztendlich Herr Gastmann generell auch gestern in der Talkshow, er hat ein totales Bekenntnis. Sozusagen für ihn ist Konsumsucht was Gutes. Er hat gestern noch mal betont, ja, Schokolade und so weiter, wie die er immer weiter essen will und. Also quasi so ein richtiges Bekenntnis dafür, ich will und möchte aktiv ungesund leben. Ja? Und das Recht hat er auch dazu und die Freiheit hat er auch. Auch bei all unseren Reformen, wenn der Hausarzt belohnt wird für Gesundheitsförderung. Ja, der muss ja nicht hingehen zu den Gesundheitskursen. Ja, also er hat das Recht, sich umzubringen. Das geben wir ihm. Er hat auch das Recht, bei uns Selbstmord zu begehen und so weiter. Freiheitsrechte über alles. Aber die Menschen, nicht jeder Mensch ist so auf Selbstmordkurs wie Herr Gastmann. Also er bekennt sich vollständig zu Hyperkonsum, zu maximaler Konsumsucht und maximal ungesundem Lebensstil. Tolles Vorbild für seine Kinder. Ne? Aber darf er. Das ist Freiheitsrecht. Auch bei uns absolutes Freiheitsrecht. Nur den Menschen, die da diesbezüglich nachdenklich werden, weil sie mehr Bildung haben und sich auskennen und wissen, wie gefährlich dieser ungesunde Lebensstil und dieser konsumsüchtige Lebensstil ist. Die lernen dann halt bei den Hausärzten, wie man sich gesund ernährt, wie man sich eben mit 30 bis 50 € im Monat, 70 € im Monat, wenn man Lust hat, kerngesund ernähren kann und topfit und leistungsfähig wird und. Denn meine Erfahrung ist, da kommt auch wieder so ein Punkt, den er gestern genannt hat, nämlich, dass die Leute umso gesünder würden, je reicher, je mehr der Wohlstand sei. Stimmt nicht. Das ist der typische Wissenschaftsfehler, Korrelationsfehler könnte man es nennen, dass die Leute denken, der Wohlstand sei die Ursache für die längere Gesundheit. In Wirklichkeit ist es anders. Die Klugheit führt zu mehr Wohlstand. Und führt dann aber auch dazu, dass die Leute nicht auf jeden Werbespruch der Konsumsuchtindustrie reinfallen und sich deswegen deutlich gesünder ernähren und dadurch leben sie länger. Während die, natürlich können sich die Leute dann auch noch das kleine Extra-Plus finanzieren, dass die dann auch noch alles in Bio-Qualität kaufen können. Wobei da für mich noch nicht bewiesen ist, ob das nicht genauso giftig ist wie das andere. Ich weiß nicht, ob es da wirklich sichere Unterschiede gibt. Das wollen wir ja erst herstellen, dass das wirklich dann feststeht, was wirklich gesund ist. Ja? Beispiel ist ja immer das giftige Biobrot, wo keiner merkt, dass es giftig ist. Ich habe ja auch letztens erlebt, da habe ich ein Biobrot gegessen, obwohl ich es nicht hätte essen sollen und habe dann richtige Schmerzen bekommen, arthritisch und so weiter. Also das war richtig ein krankheitsförderliches Brot war das. Ne? Und das war aus dem Biomarkt. Ja? Also von daher, mit 30 € im Monat kann ich, wenn es sein muss, mich kerngesund ernähren. Ja? Wenn es sein muss. Bei mir muss es nicht sein. Aber ich kann es. Ja? Aber so 1 Euro, 45 €, 50 € im Monat, 60, 70, mehr brauche ich eigentlich nicht, weil ich eben, wie gesagt, nur selten im Biomarkt kaufe, weil ich einfach ja gar keinerlei Garantie habe, dass das auch nur ein bisschen gesünder ist als das andere. Ja? Also das ist für mich alles noch eine unbewiesene Geschichte. Die erst durch unser System, nämlich die Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, wird ja dann bewiesen, ob es das Leben der Menschen bewiesenermaßen verlängert, gesünder macht und so weiter. Ja? Und das Wohlfühlen dabei auch noch erhöht. Ja? So, hören wir mal weiter.
Und wenn jemand Kinder hat, ja, ich habe zwei und ich kenne so viele Kinder auch von anderen Eltern, die sind nicht so anspruchslos. Die sagen, Ja, da ist doch ganz klar, die ganze Konsumindustrie und wenn dann die Eltern noch konsumsüchtig sind, dann werden die Kinder natürlich auch alle konsumsüchtig. Und dann noch der Terror, den die Kinder in der Schule sich gegenseitig Richtung Konsumsucht machen, na, es ist schon verständlich, ist so. Aber wie gesagt, die Frage ist ja, sollen Sie, liebe Wählerinnen, den Leuten diese Konsumsucht und diesen Luxus finanzieren oder sollen die ihnen einfach ein Überleben bis zum nächsten Job finanzieren? Und zwar ein gesundes Überleben, aber eben dann eher mit 30 bis 50 Euro im Monat finanzieren? Oder sollen sie denen im Monat 2000 Euro finanzieren oder 1000 Euro finanzieren? Das Hartz IV läuft ja im Prinzip roundabout auf 1000 Euro im Monat raus, die Sie finanzieren müssen, liebe Wählerinnen. Und Herr Gastmann will das ja quasi verdoppeln. Ne? Und das müssen Sie sich fragen, liebe Wählerinnen. Gehen Sie, wenn Sie bei der Wahl gehen, machen Sie ein Kreuz bei so einer Partei, die das über dieses E4M-Konzept übernimmt? Ich glaube nicht. Nicht, mir reicht 1,50 € am Tag. Die werden Wünsche haben und die kosten Geld. Also mit Geld, mit, sagen wir mal so, mit Arbeit kann ich erheblich mehr Geld haben und viel mehr machen. Ich kann viel mehr reisen. Ich kann mir eine schönere Wohnung kaufen oder ein Haus kaufen. Ich kann mir ein Haus mit einem großen Garten holen und. Ich kann mir viele schöne Dinge kaufen, die das Leben lebenswerter machen. Natürlich gilt es immer noch, Beatles Can't Buy Me Love, aber Geld macht das Leben wirklich schöner und es müssen nicht alle reich werden, aber wir stehen ja für Wohlstand für alle und Armut für alle, das sehe ich überhaupt nicht als das strebenswerte Ziel. Aber wie gesagt, der wesentliche, also ich fasse es mal zusammen, zwei Punkte. Das eine ist zusätzliches Geld als Motivation, das zweite ist Motivation intrinsisch fördern im Bildungssystem. Ja, Herr Dillon. Unser Anreiz würde daraus bestehen, dass wir sagen, wir nehmen die beiden Backen der Zange ja weg. Wir helfen. Ja, dann schauen wir mal weiter. Ich war noch stumm geschaltet. Sorry. Ja, ich meine, es ist auch sinnvoll, man muss über die drei Killkriterien von Ideen und Programmpunkten sprechen. Das heißt, es muss das adressierte Problem lösen, es muss umsetzbar sein, es muss mehrheitsfähig sein. Da würde ich ganz gerne mal eher aus der Perspektive von Wir 2020 sprechen, also ein Parteiprogramm. Wir haben ein Grundsatzprogramm, da habe ich mal in Raute 1, also Nummer 1, das Ganze mal abgeleitet aus den Beschlüssen. Jetzt spricht er quasi in der Doppelfunktion als Mitglied von wir2020.de und ist also ja in der Doppelrolle da, Mitglied und Economy for Mankind Mitglied, ne? Die bei der Gründung erstellt wurden. Und das ist ganz klar, so viel Staat wie nötig, aber auch so wenig wie möglich. Und der ist an vielen Stellen nötig. Der ist nötig, um im Bildungssystem zum Beispiel das Ganze nicht Privatschulen zu überlassen. Zum Beispiel jetzt diese Behauptung, ist wieder ein Fehler. Das kannst du nicht Privatschulen überlassen oder so ähnlich, ne? Mittlerweile ist naturwissenschaftlich sonnenklar, dass es überhaupt keine Rolle spielt, ob eine Organisation privat ist oder staatlich. Entscheidend ist nur, ob die Mitarbeiter durch starke positive Anreize belohnt werden, ihnen als Wählerinnen Gutes tun zu müssen. Also ob der Lehrer ihren Kindern genau diesen Raum schafft, in dem die Kinder gedeihen und Lust an der Innovation und am Arbeiten gewinnen und also an der Kreativität und an allem und so weiter. Und wo sie auch soziale Fähigkeiten erwerben und, ja. Hauptsache, der Lehrer wird genau dafür belohnt. Und das wird er im Moment weder in privaten Schulen noch in staatlichen. Also sind beide schlecht. Und durch unsere Bildungsreform würde der Lehrer, hätte der starke positive Anreize, das Ideale für ihre Kinder zu tun. Und das wollen sie doch als Wählerinnen. Ja, denn es spielt keine Rolle, ob das staatlich ist. Eine staatliche Schule kann und staatlicher Lehrer kann ganz schlecht für die Kinder sein und ein privater Schulenlehrer kann ganz schlecht für die Kinder sein. Entscheidend ist, wie sind welche positiven Anreize gesetzt?
um da mal Freiheit mal zu ermöglichen. Der ist nötig im Bereich der Versorger, Energieversorgung, Telekommunikation, Wasser, ganze Energieversorgung ist, wie gesagt. Also der Kommunismus kann nicht funktionieren, das hat er bei jedem Versuch bewiesen. Stichwort. Ja, und das ist das Paradoxe. Richtig, er sagt, also dieser Pseudokommunismus kann nicht funktionieren, aber in Wirklichkeit läuft sein System auf Pseudokommunismus hinaus. Auf DDR, auf marxistische DDR, pseudokommunistische DDR. Das merkt er nicht, dass er selbst die gleichen Mechanismen in Gang setzt. Am Ende muss er eine Mauer bauen, weil ihm die ganzen Unternehmer mit ihren Arbeitsplätzen abwandern. Venezuela und so weiter oder Kuba oder DDR, immer ist alles zusammengebrochen in Mangelwirtschaft, weil die Motivation der Menschen nicht da war. Der Kapitalismus wiederum, der hat eine Riesenmotivation und er schafft es, die Menschen mit Gütern zu versorgen, mit Wohlstand zu versorgen, aber das extrem ungleich zu verteilen, extrem ungerecht und letztendlich kollabiert das ganze System, das fährt vor die Wand, das frisst den Planeten auf, das kann es auch nicht sein. Und wir wollen einen Mittelweg finden, wir wollen also die Energie des Kapitalismus nutzen zum Wohl aller Menschen. Wir wollen die Wirtschaft den Menschen unterordnen. Wir machen ja, genau das ist richtig. Das ist mit den Worten her richtig. Wir sagen ja auch, wir müssen den Mittelweg wählen, nämlich die bodenständige Linke sagt eben, wir dürfen auf keinen Fall Pseudoplanwirtschaft einführen. Aber wir müssen so viel echte planwirtschaftliche Elemente haben, wie nötig. Und wir müssen so viel Marktelemente drin haben, wie nötig und sinnvoll. Und es gibt kein funktionierendes System ohne echte, gute planwirtschaftliche Elemente, ja, positiv gesetzte Anreize aufgrund von allgemeinen Messgrößen und speziellen Messgrößen, wie Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, das sind so allgemeine Messgrößen und dann gibt es spezielle Messgrößen, ja, der Mitarbeiter des Arbeitsamtes bekommt für jeden, der arbeitet, den er betreut und der, den er in Arbeit gebracht hat, dann parallel zu dessen Steuerleistung kriegt er seine Boni jeden Monat, tickern die so auf sein Konto sozusagen. Das sind alles sozusagen planwirtschaftliche Elemente, die aber unbedingt nötig sind, ohne die es nicht geht, weil sich der Markt alleine, der Marktradikalismus, als Killer der Menschheit ja erwiesen hat. Ja, das sehen wir ja überall. Also eine Art dressierten Kapitalismus, eine wirkliche soziale Marktwirtschaft. Das ist das, was ja, aber das ist dann eben nicht, das ist dann keine wirkliche, das ist dann, bei uns ist es dann keine soziale Marktwirtschaft mehr. Es ist ein völlig neues Modell, nennen Sie es eine neue gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung oder Gesellschaftsordnung. Ja, das ist, nennen Sie es, wie Sie wollen. Sie dürfen es nennen, wie Sie wollen, weil wir sagen, die Bevölkerung soll am Ende den Namen festlegen. Aber auf keinen Fall ist es mehr dann eine soziale Marktwirtschaft, denn die soziale Marktwirtschaft war schon immer nur eine Schwindelpackung. Aus dem Grundsatzprogramm, was ja auch so drinsteht, bei Wir 2020 ergibt und Economy for Mankind passt halt dazu. Alles, was ich hier vorschlage, das sind im Wesentlichen Diskussionsgrundlagen. Da ist nichts in Stein gemeißelt. Wir werden einen Parteitag haben, da wird womöglich auch darüber abgestimmt werden. Wir werden weitere Parteitage haben. Das wird Work in Progress. Da wird also immer wieder was dran gefeilt, geändert. Kann auch sein, dass mal was ganz umgeworfen wird. Dann kommt jemand mit einer ganz neuen Idee. Aber wir haben ein sehr positives Menschenbild. Und Zwangsarbeit wird. Ja, apropos Partei, das fällt mir gerade ein, dass ich bin mir nicht sicher, ob nicht bei dem letzten Parteitag von wir2020.de oder ich weiß auch gar nicht, ob der zusammen war mit wir2020.eu. Auf jeden Fall halte ich es sogar für möglich, denn irgendwie ist ja jetzt Herr Gastmann Vorsitzender dieser neuen Partei Neo-Lösung oder so ähnlich. Müssen Sie mal gucken, Neo. Lösungen oder so, ja. Da kann ich mir vorstellen, dass die Parteimitglieder gesagt haben, das ist uns zu radikal und dass dann der Herr Gastmann und ein paar seiner Fans gesagt haben, ja, wir spalten uns ab und machen diese neue Partei Neo.
Also ich weiß gar nicht, ob er noch Mitglied bei wir2020.de ist oder ob er mittlerweile nur noch Mitglied bei Neo so und so Partei ist sozusagen. Und ob er da nicht auch damit auch höflich, aber dezent, aber höflich auch verabschiedet wurde. Ich halte es für möglich. Das halte ich auch für sinnvoll. Nur hören Sie auf meine Worte. Es ist nicht gut, Reformer generell aus der Betrachtung auszuscheiden. Man sollte auch die Economy for Mankind mindestens alle 3 Monate auch mal wieder anhören und gucken, haben die neue Ideen, haben die neue Argumente oder gelingt es ihnen jetzt plötzlich, die Parteibasis zu überzeugen? Und, und. Ja, also das mit den Extraminuten zeigt, worum es geht. Es geht nie, nicht darum, den Leuten die Redemöglichkeit wegzunehmen, sie wegzuzensieren quasi, sondern es geht nur darum, denen, die im Moment näher liegen, Extraminuten zu geben, aber nicht irgendwelche Reformer ganz grundsätzlich auszuscheiden. Das müsste dann wirklich, da müsste es dann wirklich sowas geben wie so ein Beschluss, so wenn es heißt, 90% aller Parteimitglieder oder der Parteibasis sagen, diesen externen Reformer wollen wir grundsätzlich gar nicht mehr berücksichtigen, also irgendwelchen rechtsradikale Reformer oder so, ja. Aber dann sollten das dann auch 90% sein und man sollte jemanden, wo nur 80% dagegen sind, vielleicht schon nicht mehr aussondern, weil sonst ist immer die Gefahr, dass man, freie Argumente-Kulturpartei, ja, dass man die besten Argumente vielleicht, nur weil man sie noch nicht richtig verstanden hat, dann wieder übersieht. Also vor dieser Gefahr kann ich nur sehr warnen, ne? Denn auch gestern hat jemand in der Talkshow gesagt, dass man schon ein bisschen braucht, bis man die Next Scientist for Future.de versteht. Nämlich, das war jemand von dem im weitesten Sinne Orga-Team der Frack-Partei und der arbeitet sich gerade gründlich rein. Und je mehr er versteht, desto besser findet ihr die Next Scientist for Future-Reformen. Ja? Schauen wir mal weiter. Nicht geben. Wenn jemand arbeiten will, wird er einen super Job finden. Wenn er nicht arbeiten will, dann braucht er das nicht. Wir haben ein System, in dem jeder zumindest eine. Klingt alles wunderbar nach Schlaraffenland, aber in Wirklichkeit wird es die Hölle einer total Kirchenmaus-DDR werden. Sehr, sehr anständige Grundversorgung haben wird, egal was er macht. Aber diesen, also Jakob Augstein sagte einmal sehr schön in einer Kolumne im Spiegel, als er die noch geschrieben hat, die Welt ist ein Ideal, so wie sie heute ist, ist ein idealer Platz für Arschlöcher. Die können sich hier wahnsinnig gut entfalten. Und damit muss Schluss sein. Wir wollen also die Macht der Konzerne begrenzen. Wir haben ja noch viele, viele Dinge, die haben wir noch gar nicht vorgestellt. Und Ja, und da merkt man da auch das Wesen. Also gestern hat in der Talkshow Sachen, er hat zum Beispiel gesagt, wir müssen der Politik quasi einen Nürnberger Prozess machen. Damit hat er die Assoziation ausgelöst, ja, diese Nazis müssen jetzt vor Gericht gestellt werden und abgeurteilt werden. Das heißt, er lebt, obwohl er auf der einen Seite für ein Schlaraffenland skizziert, lebt er auf der anderen Seite den Weg des Hasses. Das heißt, er will unsere jetzigen Politiker im Gefängnis sehen. Nürnberger Prozess, das ging bis zur Todesstrafe. Ja? Und das bedeutet am Ende, dass die alle ihn hassen werden und sagen werden, mit denen reden wir weder, noch koalieren wir jemals mit denen. Man wird diese Partei, eine Partei, die nach diesem Konzept vorgehen würde, mit diesem Wahlprogramm antreten würde, würde man als Aussätzige behandeln, so wie man das mit der AfD erfolgreich macht. Ja? Und dann wäre es, dann dauert das 1000 Jahre, bis diese Partei jemals regieren kann, denn sie muss ja dann die absolute Mehrheit haben oder sowas. Also sie muss ja auf jeden Fall allein regieren können. Und das wird dann nie geschehen, ja, weil dann auch alle Medien werden gegen sie arbeiten und, und. Ne? Also das wird nie was. Ja? Und aber das ist natürlich, wir haben im Moment sehr viele Menschen, die voll Wut und Zorn und Hass sind. Ja? Die hören das natürlich gerne. Und wenn man hier gerade hat Herr Gastmann ja die Assoziation hergestellt,
für Arschlöcher. Und dann hat er einen Satz später Konzerne genannt. Also das ist Marxismus. Marxismus ist eigentlich nichts anderes als eine Hetzideologie, eine linksradikale Verschwörungstheorie. Die leistungslosen, arschlöcherigen Konzerne und Unternehmer, diese Ausbeuter und Mehrwertabschöpfer, diese Teufel, ja? Also mehr ist es nicht. Das ist kurz zusammengefasst Karl Marx, ja? Und so geht's nicht. Das heißt, diese Partei, die dem folgen würde, würde sich die Feindschaft aller Unternehmer Deutschlands und ich denke und ich hoffe auch aller arbeitenden Wählerinnen sonst auf sich ziehen und dann eben nicht 56% kriegen. Wir lieben jeden Menschen in Deutschland und wir wollen, dass es uns allen und jedem besser geht in Deutschland. Und das machen wir. Aber der Weg des Hasses und auf der anderen Seite, ich sage es mal so knallhart, Sozialschmarotzer zu verwöhnen, den Weg, das ist nicht unser Weg. Das ist nicht der Weg der 56%. Stehen, wenn man mal genau hinguckt, im Gesetz zum Beispiel eine progressive Umsatzprovision. Das heißt also, je mehr Umsatz, je mehr Marktanteil Sie haben, desto mehr müssen Sie zahlen. Also es wird nach Marktanteil besteuert. Das heißt, es wird für die Konzerne immer schwieriger zu wachsen. Wir können die Konzerne in die Knie zwingen. In die Knie zwingen. Ja, das ist aggressiver geht's kaum. Ja, und was werden die Konzerne sagen? Ja, gut, wir müssen alles tun, um diese Partei zu verhindern, die da mit Economy for Mankind um die Ecke kommt, Programm um die Ecke kommt. Ja, das ist klar. Und was raten Sie mal, wer am Ende gewinnen wird? Zeit ist um. Ja, also ich sehe da kein Potenzial von 50%, ich sehe eher 0,5%. Ja, und das ist dieser totale Realitätsverlust, ja? Ich hoffe, jedem ist jetzt deutlich geworden, dass Herr Gastmanns Konzept die Economy for Mankind für 0,5% steht und wir eben für 56% stehen, weil wir eben bodenständige, vernünftige Linke sind und nicht auf DDR 2.0 hinsteuern. Ja? Also für Zwangsarbeit, der Freund vom Arbeitsamt kommt und holt einen ab, damit man irgendwo zu Niedriglohn dann arbeiten muss. Ich Zwangsarbeit gibt es bei uns schon mal gar nicht. Ja, denn wir würden niemals in die Situation gehen, dass wir sagen würden, wer nicht arbeitet, bekommt null Hartz IV, null BGE. Das wird nie geschehen. Die Frage ist nur, wollen Sie als Wählerinnen, dass die Leute, die gerade keine Arbeit haben, sich gesund und ausreichend ernähren können? Oder wollen Sie denen eine Luxushängematte bezahlen? Wollen Sie mit Ihren 1500 Euro Bruttoeinkommen, wollen Sie den Leuten eine Luxushängematte finanzieren? Oder dass sie gesund, mit ausreichender Ernährung die Zeit bis zum nächsten Job überbrücken können. Was wollen Sie, liebe WählerInnen? Da müssen Sie sich entscheiden. ich glaube, das ist tot. Das ist überhaupt kein Thema, das mit jemand irgendein. Natürlich, jeder Sozialschmarotzer wird sich schrecklich über unsere Position aufregen, sozusagen. Kleines Hartz IV, kleines BGE. Ja, die wollen mir ja meine Hängematte ein bisschen verkleinern und ein bisschen ungemütlicher machen oder nicht ganz so luxuriös mehr machen. Ja, natürlich. Aber Sie, liebe Wählerinnen, Sie, liebe arbeitende Menschen, die Sie auch zur Wahl gehen, die meisten dieser Arbeitslosen sind ja sogar zu faul, um zu arbeiten. Also dieser Sozialparasiten. Nicht jeder Arbeitslose ist ja ein Sozialparasit, da müssen wir uns ja klar sein. Aber die echten Sozialparasiten, die es leider nun mal gibt in der Welt noch, ja, weil nicht alle diese intrinsische Motivation erwerben konnten im Schulablauf, ja. Und die natürlich, die hören das mit Schrecken, dass wir
Ihnen, liebe arbeitende Wählerinnen, eben nicht mehr so viel wegnehmen wollen, um es möglichst gemütlich, wir sprechen ja von Verwöhnung, ja, denn die Sozialspartler bringen natürlich ständig die Idee heraus, nämlich, ja, wenn die nicht 500 Euro Hartz IV im Monat bekommen, also 1000 insgesamt oder so ungefähr, dann verhungern die uns ja. Unsere Tests haben gezeigt, und ich mache das freiwillig immer wieder. Ich mache immer wieder mal zwischendurch einen Tag, wo ich von 80 Cent pro Tag lebe oder mal für 1 Euro pro Tag, das wären 30 Euro im Monat. Ja. Also ich mache das testweise immer wieder, obwohl ich es ja nicht muss. Ich muss es ja nicht. Aber und allein so mit dem, was ich gerade eben gemacht habe, mein eigenes System, wer nicht arbeitet, soll nicht essen, also mein eigenes System, ja gut, dann kaufe ich mir halt was für 1,50 Euro, aber das reicht mir völlig. Mit 1,50 Euro werde ich pappesatt, ne? Also mehr brauche ich wirklich nicht. Ja? Und wenn man weiß, wie man sich gesund ernährt. Das ist natürlich immer die Voraussetzung, dass die Leute natürlich dann durch uns unterrichtet werden. Wir haben ja jetzt schon 10 Videos darüber, wie man sich gesund ernährt. Und würden dann natürlich mit ZDF und ARD lauter neue Sendungen produzieren, wo das richtig schön vorgekocht würde und vorzubereitet würde und so weiter. Eine Wahl gewinnen kann. Also wo die 50% herkommen, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also ich würde es gerne verstehen. Ja, Michael Ballweg. Nee, er kann es nicht verstehen, weil er, das kommt daher, dass wir mit Ihnen, liebe Wählerinnen, vernünftig umgehen. Wurde von der Presse massivst bekämpft, muss man natürlich sagen. Das werden wir natürlich auch, wenn wir mal zur ernsthaften Gefahr werden, auf dem Wahlzettel stehen. Es ist natürlich zersplittert. Wir wollen gar nicht zu einer Gefahr werden. Herr Gastmann sieht sich als Gefahr für die anderen, ja. Aber wir wollen gar keine Gefahr werden, sondern wir wollen eigentlich sagen, liebe andere Parteien, denkt schon mal drüber nach. Wir bringen euch eigentlich den Weg des Glückes für euch selber. Denn ihr seid doch auch Menschen. Im Wesentlichen sind es die beiden Splitter oder die beiden Flügel von Widerstand 2020. Damals haben ja Dr. Bodo Schiffmann und Ralf Ludwig und, wie hieß sie noch, die dritte junge Dame, ich komme gerade nicht auf den Namen, jedenfalls, die beiden hatten sehr unterschiedliche Vorstellungen. Ralf Ludwig wollte also radikale Basisdemokratie à la Piratenpartei, Schwarmintelligenz und Co. Und dann haben die also gesehen, selbst innerhalb der Partei, das funktioniert doch überhaupt nicht. Und dann hat der Dr. Schiffmann entnervt hingeschmissen und hat gesagt, das führt zu nichts. Und aus diesem, das führt zu nichts, ist dann die Basis entstanden. Und ich sehe auch nicht, dass das irgendwo hinführt. Das wird ein Tauziehen werden aus Tausenden von Leuten, die alle eine andere Richtung wollen, alle eine andere Vorstellung haben. Wir 2020 hat dann Bodo Schiffmann später gegründet, mit einigen Mitstreitern, die der Ansicht sind, eine klassische Partei mit möglichst viel Mitsprache. Das ist die Kompromisslösung, also nicht so diktatorisch wie zum Beispiel der SPD. Ja, und aber mein Eindruck ist ja, Sie haben es ja gehört in den Sendungen über die Wahlprogramme von Wir 2020 und die Basis für Baden-Württemberg, dass wir der Meinung sind, dass da schon der Kardinalfehler aller schlechten Parteien gemacht wurde, nämlich bei den externen Reformern generell keine Offenheit zu behalten, wie die Frackpartei, Freie Argumente Kulturpartei, sondern da irgendwelche und nicht die Parteibasis. Ich habe ja vorhin gesagt, dass die Parteibasis eigentlich nur endgültig aussondern sollte, wo die Parteibasis 90% der Stimmen sagen, diesen externen oder diese Reformer sondern wir aus, auf Dauer. Und alle anderen sollten nur zeitlich gestaffelt unterschiedlich lange gehört werden, in Diskussionen, in Talkshows und so weiter. Und danach, und dann die Parteibasis sollte bei diesen Talkshows dabei sein oder zuhören, stumm zuhören oder aktiv und dann abstimmen und wählen. Und es sollte immer nur diese zeitliche Bevorzugung sein. Das kann ja dann so weit gehen, dass zum Beispiel bestimmte Konzepte nur noch alle 3 Monate angehört werden. Ja, oder so, ja, für eine bestimmte Zeit. Und aber ganz grundsätzlich sich gegen bestimmte Reformer zu entscheiden, ist der Grundfehler der Altparteien. Ja, der Grundfehler, sich nur für bestimmte Experten zu entscheiden und andere nicht zu hören. Also Audiator et altera pars, die andere Seite dann eben nicht zu hören. Das ist der Grundfehler der alten Parteien.
Und genau diesen Fehler haben die neuen Parteien auch schon wieder gemacht. Ja, das ist traurig. Deswegen gibt es ja das Projekt Fragpartei, also Orga-Team Fragpartei. SPD oder die CDU, da haben wir also einen Vorstand, ein Präsidium und die anderen nicken nur ab. Über Landeslisten sind die erpressbar. Wenn du nicht abnickst, was wir wollen, kommst du nicht mehr auf die Landesliste. Das ist bei uns nicht so, aber wir haben da einen realistischen Mittelweg gefunden, uns darauf geeinigt, dass wir eine Mitmachpartei sind, aber die hat auch Grenzen. Also eine Schwarmintelligenz, ich sehe nicht, dass wir 2020, dass die Basis zu irgendetwas führt. Ja, und naja, sie hat auf jeden Fall zunächst mal auch ein ähnlich linksradikales und von Rudolf Steiner geprägtes Wahlprogramm. Die beiden Parteien haben ja eigentlich ein fast identisches Wahlprogramm für Baden-Württemberg, das eben starke Linksradikale, deswegen ja auch, ist es ja auch wichtig, sich mit Economy for Mankind auseinanderzusetzen, weil offensichtlich es Leute gibt in Wir 2020 und die Basis, die Sympathien für eher linksradikales Gedankengut ansatzweise haben und entsprechend sind die Parteiprogramme. Dort wird auch von leistungslosen Einkommen im Zusammenhang mit irgendwelchen Unternehmerfamilien oder so gesprochen und so weiter. Ja, also das heißt, das sind eindeutig marxistische Töne, da auch dort zu hören. Und ob eben diese Assoziation mit Rudolf Steiner, der Partei, den Parteien am Ende schadet, wird man sehen. Ne? Michael Ballweg fehlt einfach natürlich die Möglichkeit, auf einer Kommunalwahlebene groß was zu reißen. Nein, Michael Ballweg hat sich nicht von den Next Scientists for Future beraten lassen, wie ein Programm aussehen muss für Stuttgart mit völlig geänderter Gesundheitsversorgung und mit motivierten, gesundheitsorientierten Ärzten und so weiter. Der hat sich nicht von uns beraten lassen und wir haben es nicht gewusst, dass er in Stuttgart zur Wahl stand. Sonst hätten wir ihn versucht zu erreichen, aber diese Leute machen sich sowieso praktisch alle unerreichbar, weil sie ja ständig, ja natürlich ständig genervt werden von lauter inkompetenten Personen, die versuchen sie zu erreichen und dadurch haben sie dann keine Zeit mehr für die Kompetenten und blocken dann alles ab. Ne? Ja. Diese 5.700 Stimmen, die er hatte, fand ich auch erschreckend wenig. Da habe ich mit viel mehr gerechnet. Ich rechne also damit, dass... Das ist genau der Punkt. Er rechnet für sein Konzept mit viel mehr und bei unserem Konzept mit 0,5. Der Beweis ist aber, unser Konzept hat 56% erbracht, wenigstens in einer simulierten Bundestagswahl. Und die kann sich jeder leisten, wenn er doch so konsumorientiert ist, so ein paar tausend Euro mal ausgeben, dann kann er eine simulierte Bundestagswahl von einem seriösen Meinungsforschungsinstitut veranstalten lassen oder gar einem Wahlforschungsinstitut. Und dann kann er ja sehen, also er wird sicherlich dann vielleicht kriegt er 10%, aber ich wette 50 Euro, dass er nicht über 10% kommt. Und 56% muss man nämlich erstmal kriegen. Die Wähler sind sowas von bissig, auch in solch einer simulierten Bundestagswahl. Ich sage Ihnen das knallhart. Die 44%, die uns nicht gewählt haben, unsere Reformen nicht gewählt haben, das liest sich wie ein Shitstorm. Ja? Das heißt, die Wähler haben uns nicht gewählt, weil es jetzt in so einer simulierten Bundestagswahl irgendwie üblich wäre, dass man sich so nett und freundlich benimmt. Die 44% haben regelrecht dann in ihrer Kommentierung ihrer Wahlentscheidung hinterher einen regelrechten Shitstorm losgelassen. Dafür waren aber auch die 56% voll von Lobeshymnen. Ja, also ja, und das wäre sehr heilsam, wenn Herr Gastmann mal sich solch einer simulierten Bundestagswahl unterziehen würde. Wir 2020 mit Ach und Krach vielleicht die 5%-Hürde schafft und dann werden wir ein Stachel sein im Fleisch des Establishments, dann müssen wir nach oben uns arbeiten. Das ist wie Konfuzius, ne, der Mann, der die vielen Stachel im Fleisch des Establishments. Wir wollen gar nicht gegen das Establishment kämpfen, sondern uns mit ihm versöhnen und gemeinsam zu einer besseren Zukunft für alle kommen. Kleinen Steine weggetragen hat, ist der gleiche, der den Berg abtrug. Ich sehe das nicht so euphorisch, dass wir sagen, wir ziehen das hier mit 20-30% ein. Wir werden mal ganz kleine Brötchen backen. Vielleicht werden wir auch nur 2% kriegen. Das heißt aber dann, wir machen weiter.
Und wenn wir es dann schaffen sollten, zusammenzubleiben, dann werden wir bei der übernächsten Bundestagswahl wieder vor der Tür stehen. Und was wir brauchen, ist Öffentlichkeit. Und dann spricht man über uns. Na, vielen Dank, Herr Gastmann. Herr Dr. Wülker, Sie sind die... So, letzter Durchgang. Ganz anders. Ja, also ich sehe da kein Potenzial von 50%. Ich sehe eher 0,5%. Also für Zwangsarbeit, der Freund vom Arbeitsamt kommt und holt dann ab, damit man irgendwo zu Niedriglohn dann arbeitet. Ja, das hatten wir schon. Damit war es das. Das war der erste Teil. Der zweite Teil kommt dann wahrscheinlich morgen. Also noch einmal. Das war die wissenschaftliche Tagesschau heute. Ja, News for the Clever zu die Basis Wir 2020 Fragtpartei, also mit den Tagesthemen und heute Journal Kritik an Economy for Mankind, die ja in Klammer informiert diese Parteien, ja, außer die Fragtpartei da, aber die würde sie auch informieren. Sie hat auch schon mit Leuten von der Fragtpartei gesprochen, also war schon in Talkshows dabei, wo die auch dabei waren. Also insofern, ja, und auch die Fragtpartei würde natürlich die Economy for Mankind niemals ganz ausschließen, sondern eben wieder nur vielleicht zeitlich andere wieder, die 3 extra Minuten wieder eher für andere geben. Aber sie würde sie immer wieder mal hören, denn Reformer gibt es ja nicht unendlich viele. Wir müssen froh sein über jeden Reformer, den wir haben. Wir haben ja auch nur eine Liste von 8 Reformern erstellt, inklusive uns selber. Ja? Ja, das war's also für jetzt. Tschüssi, bis bald.